Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 4 für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Und ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun, wohl aber mit dem Alter der Spiele, über die wir reden. Und heute haben wir uns was ganz, ganz Besonderes ausgesucht. Wir gehen nämlich jetzt mal weg von den ganzen, sagen wir mal, eher etwas obskuren Spielen, die wir in der letzten Zeit gerne mal hatten. Also ganz viele Dinge, wo bei der Abstimmung rauskam. Wie meinst du das? Nie. Wie, du hast obskure Spiele? Ich habe mir die alle durchgelesen jetzt. Ja, ja, ich meine, hey, wir sind auch. Okay, gut, ihr habt gewonnen. Ihr seid alle obskur. Ist das in Ordnung, ja? Also obskure Männer reden über obskure Spiele, das ist sozusagen ein Unterformat. Egal, anderes Thema. Also auf jeden Fall haben wir heute etwas sehr viel Mainstreamigeres. Und ich glaube, sehr viel Mainstreamiger wird es nicht im internationalen Vergleich. Im direkt rein deutschen Vergleich ist es tatsächlich jetzt nicht unbedingt in diesem Zustand so das absolute Nummer-1-Spiel gewesen in Deutschland in der Zeit. Aber es war eines von den ganz, 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 ganz Großen. Das ist mal ganz sicher so. Denn heute reden wir über nichts anderes als AD&D in seiner ersten Edition, also AD&D First Edition, erste Auflage, also erste Version auf Deutsch. Da wird der Björn uns gleich ganz viel zu erzählen. Und heute mit dabei haben wir nämlich genau denselbigen, den Björn. Hallo Björn. Hallo und herzlich willkommen bei dieser sehr, sehr, sehr interessanten Folge. Das kann ich jetzt schon verraten. Ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn man sagt, die ist auf eine andere Art und Weise obskur. Also nicht, weil das Spiel keiner kennt. Aber ich glaube, uns wird eine Taschenlampe aufgehen. Also mir fällt da, wem fällt an der Stelle noch das Lied von Markus ein? Zu den 80ern. Das müsst ihr jetzt eigentlich als Einspieler bringen, aber hey, das geht natürlich dann nicht. Dann werden wir von der GEMA gehalten. Müssen wir wieder GEMA bezahlen. Ja, nein. Aber ich finde, kleine Taschenlampe brennen, das hat so viele Bedeutung in diesem Zusammenhang. Aber da kommen wir noch zu. Also ihr werdet unfassbar viele sehr obskure Informationen zum Thema AD&D in Deutschland erfahren. Dann haben wir heute wieder mit am Start den Jan Schmid. Hallo Jan Schmid. Hallo Markus. Ja. Hallo Chat. Seines Zeichens natürlich auch absoluter AD&D-Experte. Ja. Von Anfang an direkt mit dabei, natürlich voll versaut von den amerikanischen Kollegen damals. Ich bin mal sehr gespannt, was er da noch so an Informationen dazu teilen kann, die wir wiederum so gar nicht haben, worauf wir ihn wieder erleuchten können zum Thema, wie das sich im Deutschen dargestellt hat. Genau. Ja. Und dann haben wir auch natürlich. Vor allem bin ich auch gespannt, eben tatsächlich, wie die Amis es verwendet haben, weil das ist eine der großen Fragen, die sich bei dieser Edition sehr ergibt. Sagen wir einfach mal so. Ein Übergangsprodukt könnte man das Ganze nennen. Mhm. Ja, aber das sind so viele geile Details, die wir heute haben. Und dann haben wir aber noch mit dabei den lieben Jan ohne Schmied Wagner. Heute genannt Jaja. Also das. Ja, ja. Sehr schön. Ja, gerne. Guten Tag, guten Abend. Allerseits und überhaupt. Ich wusste übrigens lange Zeit gar nicht, dass es eine deutsche Version von AD&D gibt. WTF. Da bist du nicht alleine. What? Wollt ihr mich alle veräppeln? Hallo? Wo habt ihr denn gelebt in der Zeit? Das ist ja im Rest der Republik. Wenn du nicht in Frankfurt oder im Ruhrgebiet gelebt hast, hast du davon nichts mitgekriegt. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Okay, da hatte ich ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sagen will Glück. Also zumindest hatte ich das Privileg, das auch direkt mit kennenzulernen, mit allem, was dazugehörte. Wobei Jan war ja. Ich habe in Frankfurt gelebt, ich habe es nur abgelehnt, die deutsche Ausgabe irgendwie wahrzunehmen. Ah, okay. Hast du in Frankfurt gelebt? Nein. Du wirst doch jetzt nicht den Hochtaunus als Ruhrgebiet oder Frankfurt bezeichnen. Naja, Einzugsgebiet Frankfurt schon. Metropolregion. Ja. Also ich bitte dich, ja, also wir gehören hier noch voll mit zum Rhein-Main-Gebiet. Das ist ja Zonenrandgebiet der Rhein-Main-Zone. Also. So, also, fangen wir doch einfach an, bevor wir tiefer in diese Diskussion einsteigen. Und ich übergebe das Wort hiermit ganz offiziell an den Björn. Hallo, so, wir reden heute über AD&D, die erste Edition. Erstmal die Frage an den lieben Ingo. Könntest du bitte mal die Umfrage starten, wer das kennt, wer es hat, wer es gespielt hat oder wer zumindest die mal irgendwie. Deutsche oder die, also wichtiger Unterschied. Wir reden grundsätzlich egal, über welche. Beides. Wir reden beides. Okay. Also wir haben einen besonderen Fokus natürlich auch auf die deutsche Edition, weil es dazu eben halt noch ein paar besondere Anekdoten gibt, aber es geht grundsätzlich auch erstmal um AD&D First Edition. Ein, ja, zwei bis bitte? Drei Jahre. Aber first, wohlgemerkt. Nicht second.
First Edition. Wir reden von der AD&D First Edition. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zur Abgrenzung. Die AD&D Second Edition ist Ende der 80er erschienen. 87 und 89. Also 87 Englisch und 89 Deutsch. Erhältlich. Der Druck war, glaube ich, früher fertig. Das ist aber auch nicht so wichtig. AD&D First Edition ist im Englischen in den Jahren 77, 78 und 79 erschienen. Das ist wichtig zu wissen. Vor allem auch, weil die Reihenfolge der Bücher, in denen es erschienen ist, spannend ist. Da komme ich gleich noch zu. Die deutsche Edition ist dann erst 83 bzw. 85 in Deutsch erschienen. Also kurz bevor die Second Edition rauskam und viele, viele Jahre, nachdem sie auf Englisch schon erhältlich war. Das ist auch wichtig. Kommen wir auch gleich noch mal zu. 77. TSA hatte sehr, sehr viel Erfolg mit D&D. Ich fange erstmal anders an. Wer von euch hat denn tatsächlich AD&D First Edition A gehabt, B auch wirklich gespielt damit? Ich kann mich nur für B melden. Okay, gut. Dann, ja. Was für Erinnerungen habt ihr? Ich fange mal mit Jan Jaja an. Also, das war tatsächlich einer der ersten Spiele. Also, okay, das Besondere für mich dabei war, das war die erste Gruppe, mit der ich da gespielt habe. Hallo Volker, hallo Ingo. Die ich nicht aus meinem Freundeskreis rekrutiert habe, sondern die wir über einen Spieleladen kennengelernt haben. Oh, das heißt, also voll professionelle Rollenspieler, die sozusagen alles drauf hatten, was es braucht. Und mit dem ich immer noch sozusagen eine Freundschaft verbindet inzwischen. Aber ich war also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich immer die Redbox und habe mit meiner katholischen Jugendgruppe gespielt oder meinem Freundeskreis. Und dann bin ich auf AD&D umgestiegen worden. Und das war schon krass, weil das halt eine völlige Optionsexplosion dargestellt hat. Plötzlich konnte man total viele andere Charakterklassen spielen, die es vorher nicht gab. Und es gab irgendwie lauter Regeln, die ich nicht richtig verstanden habe. Und wahnsinnig viele Spells zum Beispiel, das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Also unendlich viel mehr Magie-Sachen, die man irgendwie machen konnte. Das habe ich so behalten und dann haben wir dann auch zum Beispiel zum ersten Mal Kaufabenteuer gespielt, Forgotten Realms und solche Sachen gespielt, wo es irgendwie Hintergrundwelten gab, weil die Redbox-Sachen, die wir vorher hatten, da habe ich zwar auch diese Kaufabenteuer gehabt, aber die haben wir nie wirklich als solche gespielt. So. Und wir haben, ja, das war so das. Also es ist tatsächlich, ich weiß noch, dass ich wirklich, das fühlte sich voll an wie höhere Wein, so. Wir haben halt den überwiegenden Teil, also nicht den überwiegenden Teil, wir haben einen erklecklichen Teil der Regeln nur bedingt kapiert. Das war aber auch egal, wenn wir es in Wahrheit haben wir es auch nicht so viel anders gespielt als D&D, mit halt nur mehr Optionen, weil diese ganzen Details, so mit wie lang ist deine Waffe und dem ganzen Kram, das haben wir halt alles nicht gemacht. Das ist, höre ich nicht zum ersten Mal. Jan Schmied. Ja, ist bei mir im Prinzip genauso. Also nicht mit Volker und Ingo, sondern... Ich wollte gerade sagen, Volker und Ingo. Ja, Volker und Ingo. Ingo. Also mit einer anderen Gruppe. Das waren tatsächlich auch Deutsche, mit denen ich das gespielt habe. Aber wir haben halt unseren Kram über die Peaks gekriegt. Klar. Und war sehr ähnlich. Also wir haben auch nicht alle Regeln verstanden, nicht alle Regeln benutzt und es mehr oder weniger als ein aufgebohrtes D&D gespielt mit mehr Spells, mit den Möglichkeiten zu sagen, so, ich bin jetzt also ein Zwergendieb oder ein Elfenzauberer oder so. Das fanden wir toll, das haben wir dann auch gemacht. Gerade die vielen Spells waren sehr, sehr spannend, haben wir auch gemacht und haben eben dann auch vorgefertigte Abenteuer und vor allem Backgrounds benutzt. Ganz viel. Also das fand ich schon sehr faszinierend. Und ich habe mit einer anderen Gruppe parallel zu der Zeit eben D&D gespielt, sodass ich da also auch einen direkten Vergleich hatte. Aber auch wir haben ganz viele Regeln nicht benutzt, weil wir sie schlichtweg nicht verstanden haben, was
Wille von uns, was vor Faustkampf? Lassen wir einfach weg. Also, wenn es irgendjemand gibt, der wirklich die Crapple-Regeln, also die, die Ringen-Regeln aus dem Band verstanden hat und benutzt hat, dann hohen Respekt. Und ich habe mir die Bücher tatsächlich auch gekauft, aber das war deutlich später und tatsächlich die, eher aus Sammlergründen. Die deutschen oder die englischen? Ich müsste nachschauen, teils, also. Müsst gucken, was ich in welcher Sprache da habt. Wahrscheinlich habe ich die meisten in Englisch. Wenn die Englischen, würde mich interessieren, welche Version. Weil da, es gibt ja zwei verschiedene Versionen. Aber ja, aber muss ich wirklich zu Hause nachschauen. Mhm. Weil Markus? Also ich habe es mir auf Deutsch geholt. Also ich hatte die Bücher da auch, allerdings nicht in der Auflage, die ich da jetzt habe. Das ist, also meine Originale sind wieder mal irgendwann dann verschwunden und waren weg. Ich habe mir die dann irgendwann wieder besorgt. Das, was du da hast, ist ja schon die zweite Auflage, die ich dir geschickt hatte von den mhm. von den Ben. Ich habe die wirklich mit der originären ersten Auflage gespielt, inklusive auch den, also weil alle von diesen Bänden, die in der ersten Auflage rauskamen, hatten die grundlegende Tendenz dazu, auseinanderzufallen, sobald du sie geöffnet oder böse angeguckt hast. Was aber ja nicht nur für die deutschen Ausgaben galt, sondern das war ja so ein Klassiker. Also ja. es gab ja Bände, die sind aus... Buchbindung zu der Zeit war teuer. Es gab ja Bände, die sind rausgekommen und sind auseinandergefallen, als du sie geöffnet hast. Also zum ersten Mal, wo wirklich alle Seiten rausgefallen sind. Das war ja nicht ungewöhnlich. Also ich habe es mir auf Deutsch geholt und zwar natürlich zuerst das Spielerhandbuch. Klar, weil das war auch das Erste, was rauskam. Das Spielleiterhandbuch kam ein ganzes Stück später, hat ein bisschen länger gebraucht dann dabei an der Stelle. Mhm. Und du hattest eben gesagt 83. Ich glaube, das steht zwar in dem Buch drin. Ich meine aber, das Buch wäre eigentlich erst später erschienen auf Deutsch. Also ich glaube, es steht zwar Copyright 83 drin oder irgendwie. Deswegen 85. Also das ja. Monsterhandbuch haben sie auch vorgezogen. Das war übrigens tatsächlich auch wie im englischen Original vorgezogen. Ja. Und 85 sind dann die anderen beiden Bücher entstanden, aber also auch veröffentlicht worden, aber mit einem entsprechenden Abstand. Genau, weil ich weiß nämlich, dass es zuerst die Monsterhandbücher witzigerweise eben gab. Also warum auch immer. Gut, klar, zu dem Zeitpunkt habe ich mir die dann auch nicht geholt, weil das kann ich erklären, verwirrend. Aber das liegt an der Art und Weise, was überhaupt der Gedanke hinter dieser Edition war. Interessant, da freue ich mich auch schon das drauf. Das ist tatsächlich, also es ist, okay, also erstmal. Warte noch kurz. Du hast es aber dir gekauft und hast es gelitten. Also du hast das, ja, natürlich, klar. Logisch. Ja, weil ich habe es gespielt. Ich habe es gelesen und ich habe es gelitten. Und so, und jetzt mal aus der Erfahrung eines, wann habe ich mir das geholt? 85. Das muss 85 gewesen sein, dass ich mir die geholt habe, die Bände. Aus den sanften Erfahrungen eines 86 muss es gewesen sein. Das Players habe ich mir, glaube ich, 85 geholt, das Spielleiter dann 86 und dann habe ich es auch wirklich geleitet, weil du konntest es bis dahin nicht leiten, weil du keine festhalten, du hattest keine Rettungswürfe. Bis zum Erscheinen des Spielleiterhandbuchs hattest du keine Rettungswürfe. Du hattest überhaupt keine Regeln. Ja, den Rest kanntest du ja von D&D, das konntest du schon benutzen, aber du hattest... Das ist genau eins der Probleme. Du hast, die eigentlichen Regeln sind im Handbuch für Spielleiter drin. Genau, aber du hattest trotz allem, du hättest damit schon durchaus spielen können, aber halt unter D&D, aber die Rettungswürfe haben dir halt gefehlt und die waren halt dann doch am Ende des Tages anders, als das bei D&D der Fall war. Okay, aber auf jeden Fall habe ich mir das geholt und ich war damals dann 12. Als ich das gelesen habe, ja. Gut, ich hatte jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Ich hatte schon 2 Jahre Erfahrung mit dem ganzen Drum und Dran und habe mich dann durch den ganzen Kram durchgearbeitet. Und am Ende des Tages war es aus meiner Sicht nur spielbar, wenn du Erfahrung mit D&D hattest, um überhaupt zu verstehen, was diese Bücher von dir wollten. So, dann bin ich aber voll bei dir. Du hattest tolle neue Optionen. Du konntest diese Charaktere neu erschaffen und hattest dafür aber auch zum Teil völlig unsinnige Regeln mit drin. Also so ganz geilen Scheiß, wie bis zu welchem Level du dann da wie, was überhaupt lernen, aufsteigen und sonst wie kannst und so weiter. Also, aber im Endeffekt war das alles egal. Es war trotz allem eine riesengroße Kiste zum Spielen für Leute, die D&D schon kannten. Es gab ein paar fertige Abenteuer, die man noch kaufen konnte, auch auf Deutsch. Also Begegnung auf dem Knochenhügel und solche Sachen dann dabei. Und die haben wir natürlich dann auch mehrfach, da habe ich mehrfach Leute drin verheizt, muss ich mal so sagen. Also, ich wollte gerade sagen, das hat niemand überlebt. Die waren ein bisschen hart für das, was bei ihnen angegeben war. Aber das Spielleiterhandbuch habe ich mir, ich würde mal schätzen,
Also ich habe bestimmt 10 Anläufe gehabt, das zu lesen. Mhm. Und es gibt gewisse Bereiche, die habe ich wirklich ein paar Mal gelesen und sehr, sehr, sehr häufig durchaus. Und ich habe mich auch mit vielen Sachen sehr intensiv beschäftigt. Aber der Band als solches ist aus meiner Sicht heraus unusable. Also das in vielerlei Hinsicht absolut und hundertprozentig unusable. Also das war meine persönliche Erfahrung damit. Also im Endeffekt haben wir auch die Regeln benutzt, mit dem Spielleiter, mit dem Spielerhandbuch effektiv Charaktere erschaffen. Mhm. Ein paar Fragmente aus dem Spielleiterhandbuch, die du halt gebraucht hast, wie zum Beispiel die Rettungswürfe und solche Dinge, die da drin waren. Oder eben auch zum Beispiel die ganzen Ausrüstungstabellen und solche Scherze, die du halt einfach gebraucht hast. Dann, beziehungsweise du hattest halt nochmal eine Auswahl mit 300 mehr Waffen. Nicht, dass irgendjemand was anderes benommen hat als ein Langbogen, ein Dolch, ein Schwert. Das war's. Mehr hat man ja nie benutzt, das kannten wir ja schon. Aber ich weiß noch, wie unglaublich begeistert ich von diesem Band war. Also von der Edition im Vergleich zu D&D. Also diese zusätzliche Menge und dieses Gefühl von, jetzt fängst du an, richtig Rollenspiel zu machen und so weiter. Also das war so ein bisschen so ein Awakening-Charakter, der da mit eingesetzt hat. Das war ein fettes Hardcover-Buch. Alleine das war ja etwas, was ungewöhnlich war zu der Zeit, dass ein Rollenspiel als Hardcover erscheint. Ja. Wird übrigens auch im Englischen explizit erwähnt. Wir können dieses Buch, also beim Monster-Handbuch 1, also beim Monster Manual 1, wird explizit im Vorwort gesagt, D&D ist so erfolgreich, wir sind euch dankbar dafür, dass so erfolgreich, dass wir dieses Buch euch als Hardcover präsentieren können. Also das ist tatsächlich auch ein Teil der Erfahrung und natürlich eben diese Option. Aber ihr seid nicht alleine. Also was die Verwirrung dieser Regeln angeht und dieses, das ist ja eigentlich nicht verwendbar, ohne dass ich vorher schon mal was gemacht habe und so weiter, ist auch nicht weiter verwunderlich, weil das war auch eigentlich der Gedanke. Das heißt ja auch fortgeschrittenes D&D. Genau. Das impliziert also, ja, dass eigentlich man... Eigentlich ist es ein Add-on. Es ist ein Add-on. Und das ist nämlich genau das, was aus heutiger Sicht auch vor allem mit dem Wissen über Second Edition, über dann Third Edition und so weiter so ein bisschen obskur wirkt. AD&D war nie als, also war ursprünglich nicht als eigenständiges Spiel gedacht, sondern war eigentlich eine Ergänzung zu Dungeons & Dragons. Basierend auf zwei Grundüberlegungen, die Gygax und ein paar andere Leute bei TSA zu dem Zeitpunkt hatten. Sie waren sehr erfolgreich mit D&D, es hat sich gut verkauft und 77 wurde im Prinzip schon das zweite Basics-Set rausgebracht, also was dann später zur BX-Edition wurde, noch nicht die rote Box, sondern das Zwischending dazwischen, wo ein paar der D&D-Regeln gestreamlined wurden, aber TSA hatte zu dem Zeitpunkt einen Vorläufer zum Dragon-Magazin, nannte sich Strategic Review, wo allerlei möglichen, also es ist im Prinzip eine Art Newsletter gewesen, den sie verschickt haben, also relativ unformatiert und so weiter, wo sie alle möglichen Regelergänzungen reingebracht haben, auch neue Monster vorgestellt haben und alles Mögliche reingepackt haben. Und sie haben halt viel, auch auf Conventions, aber eben halt auch auf regelmäßigen Treffen, wurde D&D immer noch wurde D&D kompetitiv gespielt. Also das, was wir in Deutschland ja fast gar nicht kennen, war in den USA dann gang und gäbe. Und eine der Überlegungen bei Advanced Dungeons & Dragons war, wir müssen die Regeln ein Stück weit streamlinen, bestimmte Aspekte streamlinen, damit es vergleichbarer ist, damit es nicht so viele Rückfragen gibt und Diskussionen gibt auf solchen Treffen. Und wir müssen auch mehr Optionen geben, vor allem wenn Leute sich regelmäßig treffen und Kampagnen spielen wollen und trotzdem irgendwie auch vergleichbar sein wollen. Wohlgemerkt Kampagnen. Das, was bei D&D dann später in den Boxen erst sehr viel später in den Fokus gerutscht wurde, wurde bei AD&D durchaus schon berücksichtigt. So, das Erste, was man dann gemacht hat, war, Monster spielen ja eine entscheidende Rolle, wenn ich spiele. Wir müssen die Monster irgendwie mal alle zusammenfassen, die wir auch in den unterschiedlichen Bänden schon gebracht haben und eine Strategic Review gebracht haben und in einen Band bringen. Und deswegen hat man als allererstes das Monsterhandbuch rausgebracht, hat es Advanced Dungeons & Dragons schon genannt, weil der Plan schon fertig war und hat dann im Prinzip eine Monstersammlung draus gemacht. Und lieber Ingo, ich würde dich gerne mal bitten, das Old Cover zu zeigen vom Monster Manual. Das ist toll. Ich sage mit Absicht Old Cover. Es gibt zwei verschiedene Coverversionen von diesen Büchern. Die ursprüngliche und dann die neue, die auch für die Deutschen verwendet wurden. Also die deutschen Bücher haben nicht mehr die alten Cover verwendet. Die wurden nämlich ausgetauscht
weil D&D immer mehr in den Fokus von evangelikalen Kirchen und Sozialverbänden und so weiter rutscht und man sich Sorgen machte um die Jugend. Nicht etwa aufgrund der Qualität des Covers, die war ja hervorragend. Wenn du die Innen-Illus anguckst, ja, das ist noch hervorragend. Ich wollte es gerade sagen, du. Also die im Vergleich ist das noch ganz gut. Genau, hey, für die damalige zeig auch mal Zeit das Monster. Knaller, also ja. Mhm. Ingo, zeig bitte auch nochmal das Monster-Manual, Old. MM. Witzigerweise finde ich beim Players Handbook sogar das alte Cover sehr viel inspirierender als das neue. Auch wenn das neue natürlich technisch gesehen viel besser ist beim Players. Ich bin gerade überlegen, aus irgendeinem Abenteuer stammt ja diese Statue. Ist das nicht sogar Tempel? MM1 ist das? MM1 Old müsste, Moment. Habe ich dir das nicht wirklich schon? Vielleicht habe ich das nicht hier, dann suche ich mal. MM1 Cover Old. Ich bin dabei, ich hol's. Entschuldigung. Nice. Gut, okay. Auf jeden Fall hat man dann als erstes das Monster-Manual rausgebracht, das Monster-Handbuch auf Deutsch. Das hat dann ein paar Jahre später, 81, wurden die Bücher überarbeitet, inhaltlich ein paar Korrekturen vorgenommen und eben ein anderes Cover gekauft. Das sieht dann so aus. Das ist dann das Cover, was dann später rauskam und auch für die deutschen Editionen verwendet wurde. Ja. Es ist aber so, und da beginnt schon einer der ersten Brüche, dass nicht alle inhaltlichen Überarbeitungen, die 81 bei den Reprints gemacht wurden, im Englischen in die deutsche Übersetzung geflossen sind. Mhm. Wobei mir nicht ganz klar ist, woran das lag, also texttechnisch weiß ich nicht, ob sie alle Änderungen gekriegt haben. Einige Änderungen sind eingeflossen, andere nicht. Bei den Artworks bin ich mir fast sicher, dass es einfach so war, das wollen wir nicht machen. Weil es gab auch ein paar Änderungen in den Artworks. Es wurden nämlich aus dem Monster-Manual alle Brüste rausgenommen. In den ersten Versionen waren Succubus und Zwinge und so weiter, also Sphinx und so weiter noch mit Brüsten. Das haben sie wiederum in der überarbeiteten Version rausgenommen. Und Bild 1, liebe Ingo, ist dann unter anderem mal eins, wo man das dann sehen kann, welche Bilder korrigiert wurden. Weil in der deutschen Version sind sie noch mit Brüsten. Wir waren halt einfach nicht so prüde in Deutschland. Alter, okay, gut, das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber es passt natürlich wunderbar auch ganz in die klar, Zeit ja. gerade. Oh Gott! Ja. Nein! Ja, genau. Und das, davor musste man natürlich die amerikanische Jugend schützen. Auf jeden Fall. Das geht ja gar nicht. Auf jeden Fall. Und diese Artwork entspricht so ungefähr dem ganzen Artwork-Stil. Mhm. In, ja, etwa in, diese Qualität. Drinne. Ist halt völlig irre. Aber kann ich jetzt auch zeigen? Moment. Okay, dann zeig das auch ja, mal ganz genau. kurz. Genau, das war das Monster-Manual-Cover, genau. Das kennt ihr alle noch, oder? Mhm. Komm, das haben wir alle mal irgendwo gesehen. Das haben wir alle mal irgendwo gesehen und gedacht, was zur Hölle ist das? Ja, aber als wir das gesehen haben, war das natürlich völlig überholt. Aber für die damalige Zeit, wenn das 77 rauskam, war das halt mega High-Class. Ja, es war vor allem Hardcover. Also das war halt tatsächlich, deswegen ist da auch im Vorwort drauf eingegangen worden, wir können ein Hardcover, also dieses Hobby wird ernsthaft. Also das war auch die Botschaft in dem Vorwort. Wir sind ein Hobby. Das ist vor allen Dingen, es ist eine Branche geworden dadurch. Das ja, ist es ist eine Branche geworden innerhalb kürzester Zeit. 3 Jahre, andere, irre. Genau. Das andere Lustige ist, also es gibt ein Vorwort von Mike Carr, der das ganze Buch editiert hat und auch die anderen beiden Bücher editiert hat und Gygax hat sie geschrieben selber. Es gibt dann noch eine sehr lustige Anekdote im Deutschen, in der deutschen Version, auch produktionstechnisch, die ich nicht nachvollziehen kann, aber die sicherlich irgendeinen Grund hat. Es gibt das Vorwort von Carr auf Deutsch und dann gibt es das Preface von Gary Gygax auf Englisch im deutschen Buch drin. Hm. Und in dem Preface hebt Gygax sehr deutlich hervor, dass alle diese Monster natürlich auch aus dem Original D&D, das ja mit Dave Arnson gemacht wurde, gezogen wurde, aber alle überarbeitet wurden und alle neuen Monster nur von ihm stammen, außer bei denen, wo es jetzt explizit aufgeführt wird. Und dann kommt eine ganze Reihe von Monstern, wie eben Ernie Gygax, der zum Beispiel das Water Weird geschrieben hat, oder Terry Kunz, der für den ersten Beholder verantwortlich ist und so weiter und so weiter. Also es wird sehr darauf bedacht, dass Dave Arnson hier eigentlich nichts mehr mit zu tun hat.
Also dieser ganze Text schreit förmlich, das ist alles unsers jetzt. Beziehungsweise seins. Also seins, das, glaube ich, darf man, so ehrlich muss man an der Stelle sein, dass der gute Gary da ja durchaus an dem Punkt dann angefangen hat, da eine sehr klare Meinung zu entwickeln. Also wer hier eigentlich für Dinge verantwortlich ist und wer da der große Zampano ist. Genau. Ansonsten über das Monster Manual tatsächlich nicht viel zu verlieren, wenn man die D&D-Sachen kennt, die vorher draußen war. Es ist ein paar Sachen sind gestreamlined, einige der Erklärungstexte sind ein Ticken länger. Aber ansonsten entspricht es dann tatsächlich den Monsterbeschreibungen, auch wie man sie im D&D bis zu diesem Zeitpunkt hatte. Ohne jetzt irgendwelche großen Erweiterungen oder sonst irgendwas. Sprich, die Monster waren auch noch nicht groß angepasst an das, was dann später im Spielerhandbuch und im Spielleiterhandbuch passiert. Also es gab schon ein paar Anpassungen, aber die wurden eben erklärt auch mit, wir müssen ja streamlinen für generell das Spiel. So. Und ich habe es ja schon erwähnt. Also ursprünglich war die Idee eigentlich, du hast D&D und du kriegst diese Bücher als Ergänzung, sozusagen, um es auf eine andere Ebene zu heben. Mhm. Das heißt, das war nicht als separate Edition gedacht. Das erklärt dann auch, warum ein Jahr später das Spielerhandbuch rauskam. Und es so aufgebaut ist, wie es ist. Das ist das Spielehandbuch in der dann, also neuen Coverversion und in der deutschen Version. Und wir kennen es ja heute von Rollenspielen und insbesondere von D&D, dass im Spielehandbuch alles Mögliche an Kernregeln erklärt wird. Wie funktioniert eigentlich der also die Würfelmechanismen, wie baue ich einen Charakter mit allen Dingen, die ich dazu brauche und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist bei diesem Buch nicht der Fall. Bei diesem Buch wird mir erklärt, welche Charakterklassen ich habe, was die Charakterklassen können. Es wird schon nicht erklärt, wie ich meine Attribute erwürfe. Das wird nämlich im Handbuch für Spielleiter erklärt, was ein Jahr später herauskommt. Genauso werden Rettungswürfe nicht erklärt im Detail. Und es wird auch kein Kampf oder sonst irgendwas erklärt. Das heißt, wenn ich nur dieses Buch habe und das Handbuch für Spielleiter nicht und ich auch kein D&D habe, kann ich damit nicht spielen. Selbst wenn du D&D hast, kannst du damit nicht spielen, weil die Charakterklassen ja nicht drin sind in D&D. Also, du hast zwar den Fighter oder sowas, aber du hast dann eben diese Racial- und Character-Mischung nicht. Ich weiß noch, ich finde es lustig, weil ich hatte das völlig vergessen, aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade auf, dass das tatsächlich, das hört sich jetzt total absurd an, wenn man es jetzt so sagt, so nach dem Motto, du verkaufst dir was, was du eigentlich nicht benutzen kannst, aber natürlich war immer klar, das gehört zusammen, also so. Aber das hat damals nämlich für uns diese Trennung von, es gibt ein Spielerhandbuch, das kriegen wir, da dürfen wir reingucken und da darf jeder drin lesen. Und es gibt Spielleiterhandbuch. Und alles, was mit Regeln zu tun hatte, war da drin. Und das hatte zur Funktion, oder für uns in unserer Erinnerung oder in unserer Vorstellung, war der Grund dafür, dass halt Regeln natürlich, weil wir die ja irgendwie so und so sein können und man die interpretieren kann oder blablabla, dass sozusagen das alles dem Spielleiter überlassen ist. Der bestimmt, wie es funktioniert. Und das fanden wir total okay. Also es hat sich niemand gewundert, dass das so ist. Ja. Es war überhaupt nicht das Thema auf dem Motto, wir sind so ein Scheiß, ich weiß nicht mal, wie ich hier überhaupt kämpfe, was soll ich dann für einen Charakter aussuchen, was ist überhaupt gut und schlecht. Diesen Informationsdefizit, das war aus unserer Wahrnehmung her gewollt und auch absolut korrekt so. Mhm. Es wird sogar explizit auch an mehreren Stellen im Buch erklärt, beim Spielleiter insbesondere dann so dieses, warum man seine Spieler nicht mit irgendwelchen komplexen Erklärungen langweilen soll oder warum jetzt man das da würfelt oder das da würfelt, sondern einfach nur sagen soll, was sie würfeln sollen, weil das wird sie ja ablenken vom eigentlichen Spiel. Also das ist der Grundgedanke ist, dass letztendlich die Verwaltung, der Verwaltungsteil alleine beim Spielleiter liegt und die Spieler sich gar keine Gedanken darüber machen sollen, ob sie jetzt irgendwie eine 16 oder eine 18 würfeln müssen, sondern einfach nur Spaß kurz am Würfeln haben, aber auch das Würfeln wird als eher langweilig sogar dargestellt. Ich bin auch jetzt noch total fasziniert, weil das Problem, das du gerade beschreibst, nämlich, dass dieses Buch im Endeffekt ja nichts anderes ist als ein Quellenband, eine Erweiterung zu einem bestehenden Regelsystem, das Problem habe ich nie so wahrgenommen. Mhm. Also ich habe wirklich ein paar Jahre mit dem Band gespielt und durchaus ausreichend intensiv, ja. Aber auf das ganze Problem bin ich halt nie gekommen. Also über ein paar Sachen, dass dann nämlich dann plötzlich Regeln im Spielleiterbuch dann sozusagen nochmal erklärt wurden, das fand ich voll überflüssig, weil irgendwie kannte man ja die Regeln eigentlich auch schon. Die kannte man ja. Also das ist
diese gesamte Grundwahrnehmung, dass, und ich glaube, das ging allen von uns damals so, dass man ja halt das Spiel kannte. Mhm. Also man kannte ja das Spiel und auch in der Tiefe, dass das jede Gruppe für sich schon in einer gewissen Art und Weise sozusagen interpretiert hatte. Also diese ja, genau. Die House Rules. Das war ja, ein wichtiges Grundelement. Also, und das ist es halt tatsächlich, dass wenn du den dir gespielt hast vor, sei es eben halt die vorherigen Versionen oder dann sogar schon die Redbox, die ja als das im Deutschen rauskam, im Prinzip auch verfügbar war, konntest du damit spielen und konntest auch das Spielerhandbuch verwenden. Du brauchtest nur das tatsächlich vorweg. Und du konntest auch die Klassen, die neuen oder diese Interpretationen der Klassen und selbst das Multiclassing mit ein bisschen Brechstange und ein paar Sachen sich noch zudenken, auch nur mit dem Spielerhandbuch verwenden. Du hattest halt keine der eigentlichen Kernregeln, die man, sag ich mal, mit einem Rollenspiel identifiziert, nämlich alles, was den Kampf angeht oder was irgendwelche Proben angeht. Zumal, das ist das andere, heute kennen wir D&D als das D20-System. Hier wurde jeder Blödsinn, auch anders als im Ur-D&D, mit allen möglichen anderen gewürfelt. Also zwischendrin mal Prozentwerte für Psi. Ja. Psi-Regeln sind fast alles Prozentwerte. Nahkampf ist Prozent. Initiative ist ein W6. Also so querbeet. Also kein konsistentes System, ja, was die Regelmechanismen angeht. Ansonsten ist es eben also eine Ergänzung zu D&D. Also Alternativen, Optionalen, was die Charakterklassen angeht. Also wir erinnern uns noch ans Ur-D&D. Elf war ein Beruf und Krieger eine Rasse, also platt gesagt. Und das haben sie aufgebrochen. Das heißt, man konnte jetzt auch als Fremdrassencharaktere, also Halbmenschencharaktere, konnte man jetzt eben halt auch Berufen nachgehen. Das wurde halt nur eingeschränkt, indem bis auf beim Dieb es entsprechende Level-Caps gab. Da kannst du bitte mal das Bild 2 einblenden. Das ist nämlich diese berühmte Stufenbegrenzung. Was kann man eigentlich machen? Also welche Stufen kann ich erreichen? Mit welcher Klasse? Mhm. Mit welcher Rasse? Und der Mensch konnte halt überall Maximum erreichen. Und beim Dieb konnte es jede Rasse. Und ansonsten war man sehr eingeschränkt. Und manche Klassen durften eben halt manche Rassen auch gar nicht nehmen. Warum wurde nicht genauer erklärt? Also es passt halt nicht, aber da komme ich, das mit dem Passen komme ich auch gleich noch zu. Du kannst dann auch gleich in das Bild 3 übergehen, einfach um die Rassenunterschiede mal optisch auch darzustellen. Und das heißt, man hat im Prinzip eine Ergänzung gehabt zu D&D, um das Ganze ein bisschen flexibler zu machen, um auch diesen Kampagnencharakter ein bisschen... Ja, der Halborg. Der Halborg ist das Beste. Halborg ist das Beste. Und die Oberlehrerelfe. Also das ist schon ein Knaller. Also das ist schon, ja, das ist, also zu den Rassen komme ich auch beim Spielerhandbuch noch mal ganz, ganz kurz, was die Tropes angeht, also die Vorurteile und so weiter, die damit reinkommen. Was auch drin ist, und da muss ich jetzt noch mal kurz ausholen zu D&D, zu den roten Boxen und den Folgeboxen und dem, was hier passiert ist. Also wir haben parallel eine Entwicklung, es wird an D&D gearbeitet, es wird ein neues Basic-Set rausgebaut und im Prinzip hat Mensa im Hintergrund schon angefangen, an der roten Box und an den Folgeboxen zu arbeiten. Parallel arbeitet Gygax an AD&D, was für ihn ein Streamlining ist und ein Ergänzen und so weiter. Und er hat auch Dinge rausgenommen, die eben aus dem Strategic Review oder Greyhawk und so weiter schon erschienen sind. Ein paar andere Sachen aufgegriffen, auch neue Klassen zum Beispiel, wie den Assassinen. Auf einmal tauchte der Assassine hier als Spezialvariante des Diebes auf, mit auch sehr komplexen Regeln, bis hin zu einer sehr ausführlichen Tabelle, welche Honorare man nehmen kann für was man so tötet. Das wäre Bild 5, lieber Ingo. Für welchen Auftragsmord? Ja, genau. Also Auftragsmord wurde als legitimer Spielgrund wahrgenommen und auch als legitimer Aufhänger für Abenteuer. Mhm. Ja, plus genau. Die Tatsache, dass das eine Klasse war, wo du die nur eine böse Gesinnung zugelassen hat. Genau. Auch das, genau. Ja, also Gesinnung ist nochmal ein ganz anderes Thema, da komme ich auch gleich noch. Der Thief Acrobat kam dann später, ne? Der kam im Anastar Kana. Ja, genau. Der Barbar, genau. Das ist auch lustig, dass ausgerechnet die Diebe irgendwie diese Unterklassen kriegen, weil der Assassine, das war ja so eine Klasse, hört sich total gut an, wollte jeder spielen, war dann halt kacke, wenn der in der Gruppe war, weil der halt im Prinzip die Gruppe vernichtet hat, aufgrund der Tatsache, dass er halt irgendwie evil war. Aber er war auch
im hohen Maße sinnlos. Ja, ja, absolut. Ja. Wobei, aber Unterklassen mit gab es auch bei anderen. Platz da, also da, wie viel Platz der einnahm als ganzes Konzept und Idee und so weiter. Und dann aus diesen Subklassen wurden dann eben sowas wie Chevalier und so weiter, die ganzen, die kamen ja dann erst im Dragon und so weiter rein. Also das habe ich bis heute nicht verstanden, wie man sagen kann, okay, wir haben alle möglichen Sachen, die kriegen eine eigene Charakterklasse, nur der kriegt noch eine Subklasse. Nee, Moment, es gibt noch zwei weitere Subklassen, drei sogar. Weil Waldläufer und Paladin sind Subklassen des Kämpfers und der Illusionist ist die Subklasse des Illusionisten. Das ist genau, und jetzt sind wir nämlich bei einem der Hauptprobleme, die Vermischung von D&D und den Boxen, die Mensah dann gebracht hat, wo dann Chevalier und so weiter dann auch irgendwie erst später kamen und solche Sachen und dem, was in AD&D passiert ist. Also du hast eine Firma, die parallel dasselbe System nimmt und zwei unterschiedliche Optionenstränge aufmacht, wo die sich mehr oder weniger auch teilweise echt explizit widersprechen in den Regeln und auch nicht mehr miteinander kompatibel sind ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich glaube, was daran noch wichtig ist, und das ist ja etwas, was wir erst heute in der Retrospektive so richtig hundertprozentig wahrnehmen können, ist, dass eigentlich alles, was Gygax gemacht hat, sich eigentlich an alles richtet, was für, also an das D&D richtet, was 74 erschienen ist. Mit all den Zusatzbänden und so weiter und so fort, die dafür eben gekommen sind. Also sprich, das war das noch auf Basis von diesem, wie du es schon gesagt hast, über Newsletter und über Clubzeitschriften und wie es aus den Kosim-Zeiten war, halt gewachsenem. Und genau das war ja auch, soweit ich das mal irgendwie auch mitbekommen hatte, war ja die Idee von dem Ding. Im Endeffekt so eine Zusammenführung von dem, wie wenn du dann irgendwann dein Advanced Squad Leader Gesamtpaketband, Regelband gekriegt hast. Ne? Wohingegen Mensah ja tatsächlich im Endeffekt das Spiel neu strukturiert hat und zwar als eigenständiges Spiel. So, genau. Also das heißt, das eine ist im Endeffekt eine zukunftsgerichtete Entwicklung und das andere ist de facto eigentlich rückwärtsgewandt im Verhältnis gesehen. Also im eigentlich Verhältnis ja, wobei er viele Dinge tut, die weitergehen als das, was Mensah getan hat in den Boxen. Das ist das Absurde an diesen Büchern. Einige der Optionalregeln gehen deutlich weiter und das sieht man dann spätestens in der Second Edition, wo vieles von dem ja auch aufgegriffen wurde aus AD&D, wo es dann explizit als separates System etabliert war. Du hast doch vollkommen recht. Gygax hat aber neben dem Ur-74er D&D tatsächlich noch die Version von Holmes und Moldvay berücksichtigt. Also Holmes hatte ein paar Regelergänzungen geschrieben und Moldvay hatte dann das erste Basic Set, also diese erste Einstiegsbox mit Würfeln drin und allem drum und dran gebaut. Und das ist die Version, auf die sich dann beide beziehen, auch ein Stück weit, nämlich Mensah entwickelt daraus die rote Box und Gygax basiert darauf letztendlich das, was dann AD&D wird. Aber da ist es halt vollkommen eine Verwirrung. Vor allem dann auch, wenn du dann noch den deutschen Markt berücksichtigst. Also in den USA war es schon Verwirrung. Und wenn du den deutschen Markt berücksichtigst, wo dann ja auch noch die Hälfte der Sachen überhaupt nicht erschienen ist oder die Leute eben halt auch das Zeug gar nicht gekriegt haben. Du hast ja Ur-D&D hier fast überhaupt nicht gekriegt, war es dann halt endgültig rum. Also das war, du wenn du irgendwie amerikanische GIs in der Nähe hattest oder vielleicht in einen der wenigen Rollenspielläden, dann hattest du Glück, um an sowas vielleicht mal ranzukommen. Aber das waren halt schon echt Ausnahmen. So. Und wenn man das als Hintergrund hat, also das ist eigentlich auf Ur-D&D basiert und eine Weiterentwicklung ist, beziehungsweise Optionen ist, dann erklären sich viele der Dinge, also zum Beispiel eben, dass hier Kernregeln drin nicht erklärt werden, sondern eigentlich nur Ergänzungen passieren und Erweiterungen, die auch zum Ur-D&D passen. Und eben auch entscheidend sind. Aber auch ein paar dieser entscheidend sind für die weitere Entwicklung von AD&D, nämlich unter anderem der Ausbau des Gesinnungssystems. Mit AD&D wurde das Gesinnungssystem auf 9 Gesinnungen aufgebohrt oder aufgeblasen. Also wir hatten zwischendrin im Strategic Review gab es einen Entwurf mit 7 Gesinnungen, da wurden die Neutralen rausgelassen oder 2 der Neutralen rausgelassen. Im Ur-D&D war es ja im Prinzip nur Gut-Böse-Achse. Und hier wird etabliert tatsächlich das ausführliche Gesinnungssystem, wie wir es dann bis zur dritten Edition einschließlich hatten, oder bis zur vierten Edition eigentlich einschließlich hatten, wo es dann, sage ich mal, ein bisschen angepasst wurde. Das ist eine der großen Neuerungen hier drin. Und Multiclass ist eine der großen Neuerungen, beziehungsweise Multiclass und
mehrere Klassen. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Systeme. Leute haben sich zu dem Zeitpunkt ja auch schon massiv über Leserbriefe beschwert, dass ich bin jetzt ein Halbling und es ist jetzt toll mit AD&D, darf ich auch einen Halbling oder mit Strategic Review gab es schon einen Artikel, dass man eben halt auch einen Halbling-Kämpfer spielen kann und so weiter und so weiter. Aber ich bin ja eingeschränkt in meinem Level. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? Und Gygax hat dann zwei unterschiedliche Systeme gebaut, beide leidlich schlecht erklärt hier drin. das eine ist Multiclass. Multiclass bedeutet, ich übe zwei Berufe zeitgleich aus. Also ich bin ein Kämpfer-Kleriker, klassischer Kreuzfahrer, also Kreuzritter wird im Prinzip so als Beispiel genannt. Und alle Erfahrungspunkte, die ich kriege, teile ich gleichmäßig auf beide Klassen auf. Was zur Folge hat, ich hänge hin und immer hinterher. Ja. Und zwar vollkommen. Weiß nicht, das ist wirklich so die Idee gewesen, wo ich denke, das muss doch irgendwann mal durchdacht mit Playtesting haben, dass das einfach sich aufaddiert, dass du nach 6 Leveln, die anderen sind Level 6 und supermächtig und du bist immer noch zweimal Level 3, wenn es gut läuft. Vielleicht auch nur weniger, je nachdem, was du so an Multiclassing gemacht hast. Das war so absurd. Wirklich diese ganzen, also eine der Sachen, die mich am meisten aufgeregt hat in dieser Edition, weil das also wirklich hanebüchener Schwachsinn war. Und dann hat man aber in den Hintergrundbänden gab es ganz viele Leute, die das gemacht haben. Also die ganzen Halbmenschen waren halt alle multiclassed, weil das halt irgendwie so total wichtig ist. Und nach einer Weile, also es hat halt wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war echt eine Beleidigung eigentlich. Ja, es ist übrigens auch eingeschränkt, welche Rassen welche Kombinationen nehmen dürfen. Genau. Natürlich. Also das ist schon mal auch wieder vorgegeben, weil klar reguliert, weil sonst würden sie ja irgendwie zu mächtig werden. Sonst macht jeder, was er will. Das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht. Nein. Genau, nein. Also Optionen und Flexibilität, nee, bitte nicht. So, das ist das eine System. Das ist übrigens auch in AD&D Second Edition nicht viel anders. Auch da hingst du ewig hinterher mit Multiclass. Also Multiclass hat man genommen, um bestimmte Vorteile zu haben. Die Synergien waren größer in AD&D Second Edition. Also du konntest bestimmte Dinge dann besser tun, tatsächlich unterm Strich. Und dann gibt es noch Multiclass war halt so ein klassisches Ding. Am ersten Level hast du überlegen, weil du von beiden auch die Hitpoints kriegst. Das fand ich auch großartig. Das heißt, wenn du Multiclass warst, hast du halt von vornherein im ersten Level doppelt so viele Hitpoints wie andere gehabt, je nachdem, was du halt genommen hast. Und du konntest halt irgendwie zaubern und kämpfen auf den jeweilig besseren Würfeln. Das war super. Also im ersten Level war es völlig overpowered gegenüber allen anderen. Und dann, wenn du halt länger gespielt hast, wurde es vieles halt immer mehr zurück. Also ja. Ja, weil du halt auch einen Großteil der Vorteile ja nicht nutzen kannst. Also weil du steigst dann bei dem anderen dann irgendwie halt schneller auf und dann nimmst du halt den besten. Aber die ganzen anderen Resteffekte nimmst du ja dann gar nicht mit. Ja, also. Genau. Also du kriegst halt den Feuerball sehr viel später. Punkt. Ja, ja, gut, klar. Ich glaube, der Zauberer war immer sinnlos. Ja. Aber es war eigentlich mit allen sinnlos. Also wie gesagt, das erste Level war cool, das zweite Level ging noch so halbwegs und wenn die anderen dann, weil die anderen Level 4 und du zweimal Level 2, das war noch okay und danach war es vorbei. Ja. Und das andere ist, und das ist eben das, was eine interessante Alternative ist zu dem, was dann Mensa später gebaut hat mit Immortal und bla und so weiter und so weiter und diesen Pseudo-Leveln, die dann ja nicht Menschen irgendwie gekriegt haben, ist, du kannst zwei Klassen machen. Das heißt, du machst deine eine Klasse, levelst die bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also du musst die zu einem Minimum-Level leveln und dann wechselst du den Beruf. Genau, du kannst aber da nicht mehr zurück, war das nicht so? Du kannst nicht mehr zurück und also das ist halt genau der Punkt, du kannst nicht mehr zurück, du bist dann das Neue und du musst halt auch aufpassen, das ist dann eingeschränkt, was du wechseln kannst, wie du wechseln kannst und so weiter, weil halt auch erklärt wird, es macht halt wenig Sinn, dass der Zauberkunde jetzt zu einem Paladin wird, weil eine Volldose kann er ja zum Beispiel nicht zaubern. Also, ist halt so. Also das sind die großen Neuerungen, die sind, also man glaubt jetzt irgendwie, das wären viele Seiten, also das ist insgesamt eine Seite, Multiclass und Charakter mit zwei Klassen. Im Spielleiterhandbuch ist es dann auch nochmal irgendwie eine Seite. Also das ist überschaubar, um es mal freundlich zu formulieren. Ansonsten gibt es die üblichen Sachen drin mit Follower, Henchmen und so weiter und so weiter. Sehr ausführlich werden Weise als Follower bzw. Henchmen vorgestellt, weil die würden einem ja irgendwie helfen und Tipps geben und so weiter und so weiter. Das war ein super Deus Ex Machina Spielleiter Hilfs
Konstrukt. Genau, man hat so einen alten Mann dabei, der komische Dinge brabbelt und im Zweifelsfall die richtige Antwort weiß. Also das Ding ist übrigens aus einem, also das ist 1:1 meiner Meinung nach aus einem Dragon gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das in einem Dragon schon mal gesehen hatte. Und ich glaube nicht, dass da viel dran gemacht wurde. Also das ist wieder eine von den Dingern wie, habe ich euch schon mal was über Langwaffen erzählt? Bitte nehmen Sie diesen Artikel hier. Also. Genau. Dann auch eine Änderung, die zum Ur-D&D ist, die wir jetzt gar nicht kennen, weil wir die meisten von uns D&D aus der Redbox, so sage ich mal, ursprünglich kennen, ist, im Ur-D&D haben Waffen alle denselben Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Das wurde mit AD&D auch geändert. Auf einmal hatten Waffen unterschiedlichen Schaden. Kannst du, lieber Ingo, mal Bild 6 bitte einblenden? Das ist dann eine der berühmten Waffentabellen. Die Waffentabellen waren irre. Ja, was die einem schon auffällt, ist, sie geben dann nicht die Würfel an, sondern sie geben die Range an. Man muss sich dann selber erarbeiten, dass bei 2B8 das offensichtlich 2W4 sind, die wir würfeln müssen. Ja, das Breitschwert gegen das Langschwert, ja, genau. Aber das, also das ist die normale Waffentabelle. Ich habe jetzt das Bild von der anderen nicht. Das habe ich irgendwie, ist mir von meinem Fotoapparate von meinem Handy irgendwie runter. Es gibt noch eine andere Tabelle und das ist eine der ominösen, nicht verstandenen Tabellen schlechthin. Es wurde nämlich auch eingeführt, dass Waffen gegen Rüstungen unterschiedliche Wirkungen haben. So, jetzt ist die Tabelle im Englischen schon nicht selbsterklärend und es gibt keinen Erklärungstext zu dieser Tabelle. Also, die Tabelle sieht, ich kann die hier mal links zeigen, die sieht so aus. Und hier hinten stehen dann einzelne Werte, plus, minus, plus, minus und so weiter und so weiter. Bei der jeweiligen Waffe. Jetzt wird aber nicht genau erklärt, wofür. Das liegt aber im Deutschen auch unter, also im Deutschen kann ich es gar nicht nachvollziehen, weil sie nämlich die Titelleiste vergessen haben im Deutschen. Im englischen Original würde da stehen die Rüstungsklassen. Und jetzt muss man ja wieder zurückdenken, in AD&D war die Rüstungsklasse fest definiert, je nachdem, welche Rüstung ich trug. Mhm. Und daraus ergibt sich dann genau, welcher Abzug ich bei welcher Waffe habe. Das wird aber, wie gesagt, nirgendwo erklärt. Also wenn ich keine Ahnung habe von D&D und das hier meine erste Begegnung ist, denke ich einfach nur, was wollen die in dieser Tabelle von mir? Warum ist die Hälfte der Tabelle irgendwie so komisch? Und im Deutschen geht es halt gar nicht, weil ist jetzt vorne RK2 oder hinten RK2? Alter, das ist, mir fallen wieder so viele Dinge ein zu diesem Buch. Also das ist wirklich gerade, das tut schon auch gerade ein bisschen weh. Das tut tatsächlich sehr, sehr weh. Ich habe es dann rausgefunden, nachdem ich ins englische Original geguckt habe. Ja. und weiß jetzt, dass eben eine Axt natürlich gegen einen, der gar keine Rüstung trägt, ein bisschen effektiver ist und einen +2-Bonus gibt und jemand, der eine Vollplatte trägt, das mit der Axt ein bisschen schwieriger ist und da kriegt man einen Abzug von -3. Aber das ist hat auch fast niemand mitgespielt. Es gibt noch ein paar andere berühmte Regeln, die niemand versteht, aber da kommen wir gleich drauf im Spielleiterhandbuch. Wie ist das beim Schwert gegen eine Plattenpanzer? Es ist scheißegal, das hat keine Sau benutzt, Alter. Das welches ist, Schwert? Das ist eine dieser Regeln, auch die stammt garantiert 1:1 aus irgendeinem Dragon oder aus einer Strategic Review. Und die hat kein Mensch wirklich ernsthaft benutzt. Langschwert gegen Vollplatte -2. Die Axt ist eigentlich gegen Vollplatte effektiver. Aber was gibt's? Es gibt, ich glaube, die Keulen oder die Mace oder sowas. Irgendwelche haben irgendwo in dem Bereich einen Bonus, aber bei Vollplatte waren alle irgendwie geartet. Streitkolben und Lanze. Ja, genau. Ja. Das ist übrigens das Lustige in AD&D Second Edition, haben sie es ja dann über die Waffenkategorien, also Slashing, Bludgeon und so weiter gelöst, um das Ganze zu vereinfachen und nicht für jede Waffe einzeln aufzuschreiben, was für Boni du bekommen könntest, wenn du den triffst. Ist aber auch etwas, was in der Zeit eben durchaus ja bei vielen Systemen so der Fall war. Ich meine, das ist der Gedanke, aus dem sowas dann wie das von einigen Menschen sehr geliebte Rollmaster entstanden ist. Komplette Tabellen für jegliche Form von Waffenverhältnis zu allen möglichen Dingen. Ich habe euch ja jetzt gerade schon erzählt, dass ja entscheidende Regeln eigentlich hier drin gar nicht sind. Sie sind jetzt auch nicht, also die Regel ist jetzt auch nicht im Spielleiterhandbuch erklärt, aber, und da würde ich jetzt Ingo bitten, mal Bild 7 einzublenden, es wird auch nochmal explizit erklärt, dass der Spielleiter ja eigentlich die wichtigen Tabellen hat. Ja, genau. Voll die Verarsche. Alter, das war das Ding, was faktisch das Spielerhandbuch aus meiner Sicht so völlig unbenutzbar gemacht hat. Weil die Tabellen für wie hoch ist mein Taco, also wie gut kann ich Rüstungsklasse 0 treffen,
für diejenigen, die nicht verstanden haben, was ich gerade gesagt habe. Und die Rettungswürfe ist nicht in diesem Band, sondern im nächsten. Ja. Das heißt, immer bei der Charaktererschaffung standest du da und musstest das verschissene Spielleiterhandbuch mitbringen und aufschlagen, nur für diese eine verschimmelte Tabelle, Seite. Weil das war genau. Das ist immer wie wenn der Computer sagt, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator und du denkst, du Arsch, ich bin der Systemadministrator. Ja, so in etwa. Aber es ist halt auch dieser Gedankengang, du sollst dich ja als Spieler gar nicht damit beschäftigen. Ja. Also das ist halt wirklich dieses in your face, so frei nach dem Motto, du sollst gar nicht die Details der Regeln kennen, weil dann kann der Spielleiter ja nicht einfach tun, was er Das ist kein möchte? Detail, mir zu sagen, wie gut ich es treffen kann oder nicht. Ja? Ich meine, das ist ein Detail. Wenn das der Spielleiter noch errechnen muss, dann wird der Er muss es ja nicht errechnen, Kopf. Er hat eine Tabelle. Und, das ist auch wichtig, wenn er sie hat. AD&D war, dafür gab es dann einen Spielleiterschirm. Hm? Da waren die Tabellen drauf. Ja. Irre. Ja. Immer noch. Ja, aber tatsächlich, wir haben das so gespielt. Also, das war auch wirklich vom Gefühl her, ja, das weiß der Spielleiter und der hat dann in seinem Schirm das und das gesagt. Aber doch nicht für den Angriff und für die Rettungswürfe. Der Gedanke, dass du nicht mal... Der Spielleiter wusste alles, wir wussten nichts. Also wir wussten nur, dass wir die Waffe nehmen mit dem meisten Schadenswert. Genau. Du sprichst aus der jetzigen Perspektive. Nein, ich spreche aus der D&D-Perspektive. Ich kam als D&D-Kid da rein, ja? Und ich konnte, also hallo, als D&D-Spieler, Redbox-Spieler, 84. Redbox, ist trotzdem, der Unterschied. Egal, das war das, was ich in Deutschland hatte. Ich habe mit der Redbox angefangen und habe danach das bekommen. Dann, was hat mir gefehlt, weil auf meinem Charakterbogen wurde abgeschickt, da war, Trefferwurf, also die Abkürzung war anders, ich kann die Deutsche gar nicht mehr. Ja, ETW-0. ETW-0, genau, D war drauf auf meinem verschissenen Charakterbogen und da war extra so eine ganze Leiste für meine Rettungswürfe, ja. Das heißt, die hatte ich. Das war ein Standard auf meinem Charakterbogen. In dem ganzen Buch ist ja nicht mal ein Charakterbogen drin. Ja. Warum auch? Da ist ja kein Charakterbogen mit dabei. Ja, es ist ja auch nicht drin, wie man Attribute würfelt. Das kommt ja auch erst. Ja, das weiß man ja auch. Also. Das ist nämlich eine der großen Änderungen in diesem System. Da kommen wir gar nicht. Ganz anders. Du kannst nämlich Prozentwert bei der Stärke kriegen. Das ist ein ganz anderes Thema. Kommt auch dazu. Das ist tatsächlich auch. Ganz also die Prozentwerte bei den 18er Stärken wurden auch schon über Strategic Review eingeführt und wurde dann hier drin gebracht. Und aber DMG, genau, kommen wir zum DMG. Der ist dann ein Jahr später erschienen. Das ist das viel spannendere Buch, meiner Meinung nach, weil Alter, ist das ein Haufen wilde Krütze. Ja, also das ist, da merkst du dann tatsächlich sehr viele, das sind Artikel aus dem Strategic Review, dann aus der ersten Version von Dragon und irgendwo veröffentlicht oder irgendjemand hat ein Skript eingereicht und Gary gegeben und Gary hat es zu seinem gemacht. Also auch das merkst du. Und es ist das Buch, über das die meisten Reviews sagen, da stehen dringend Dinge drin, die kann man nicht verstehen. Dazu gehören, wie du ja schon gesagt hast, oder wie wir schon hatten, Nahkampfregeln. Also Nahkampf waffenlos. Waffenlos, nicht waffenlos. Wirklich, Ringen. Genau, waffenloser Ringen. Nahkampf. Ringen. Ja, wie gesagt, die anderen Sachen gehen sogar noch, aber Ringen. Die Initiative-Regeln, die jetzt eigentlich etwas sehr Entscheidendes sind, er verliert sich da in erstmal mit Überraschung und wann wird wie überrascht und warum überrascht und wenn man dann überrascht ist oder nicht überrascht ist, dann ist die Frage überhaupt, wer ist dann dran und dann wird eigentlich gesagt, eigentlich sollte man jeweils nur für beide Seiten einmal würfeln, also nicht jeder Spieler individuell und nicht jedes Monster, sondern am besten nur einmal, aber das kann man natürlich auch wieder aufbrechen und so weiter und so weiter und genau so liest sich der Text auch, wie ich das gerade gesprochen habe. Mhm. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele, aber das sind so die größten. Nichtsdestotrotz, wie für die Zeit üblich, fängt man erstmal an mit, wir reden über Wahrscheinlichkeit. Ja! Lieber Ingo, bitte Bild 8. Das war für mich die Grundlage, wo ich angefangen habe, mich auf eine, also in einem Alter, wo das noch nicht normal war, mich mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu beschäftigen. Das hat mir meine gesamte Schulzeit übergeholfen, gebe ich gerne zu. Ja. Weil das waren die ersten zwei Seiten, die du wirklich ernsthaft in dem Band gelesen hast. Ja. Und ich wollte die verstehen. Ich habe die so lange gelesen, bis ich verstanden habe, was da war. Ja,
Also es wird erstmal, werden die Würfelarten erklärt und dann wird eben als Beispiel dieses 3W6 würfeln. Und da wird dann tatsächlich so erklärt, warum es sinnvoll ist, für das Attribut würfeln andere Methoden zu nehmen, als im ursprünglichen D&D genommen wurde. Weil es ja fürs Kampagnenspiel auch wichtig wäre, dass die Charaktere gut zu spielen seien und auch überlebensfähig wären und so weiter. Deswegen wird nämlich nicht mehr wie im Ur-D&D, du würfelst deine Attributreihe runter und gut ist oder so gewürfelt, sondern es gibt 4 verschiedene Methoden. Mhm. Da würde ich Ingo mal bitten, die Seite, das Bild 9 einzublenden. Wir haben Methode 1. 4W6, niedrigste bleibt weg und ich kann beliebig zusortieren. Also schon nicht mehr die feste Bindung. Das ist die Schwester der Methoden. Genau, und dann gibt es unterschiedliche. Du würfelst einfach so oft, bis du ausreichend genau, also 3W6, genau, Methode 2 ist dasselbe, nur ich würfel insgesamt 12 Mal. Also zweimal sozusagen eine Attributreihe und nehme dann die 6. Bestwerte. Oder Methode 3, die finde ich sehr, sehr schön, 6-mal für jede Eigenschaft würfeln. Und nehme den besten. Genau, 36 fucking Mal würfeln, damit du, du auf irgendwas kommst. Ja, es geht ja noch mehr. Und 3W6 würfeln für 12 Charaktere, genau, und ich nehme die besten Werte. Also aber nichtsdestotrotz, es zeigt den bedingungslosen Willen, wir wollen, dass die Leute auch wirklich Spaß haben mit ihrem Charakter und nicht irgendeinen Scheiß spielen müssen. Und das steht halt auch tatsächlich explizit mehr oder weniger so drin. Also das ist halt wirklich so dieses, ja, nee, sie sollen ja überleben können. Lustigerweise gibt es die Entwicklung dann in der Second Edition, nur als kleinen Ausflug, gibt es ein extra Traktat darüber, was dann passiert, wenn man auf diese Art und Weise Charaktere würfelt. Dann haben sie nämlich überall dieses Superheldenproblem, dass die Charaktere alle zu gut wurden, weil die Werte so hoch waren. Das ist nämlich, wenn bei D&D du halt angeschissen warst irgendwie, ist es halt bei AD&D plötzlich so, wow, wir sind alle so geil. Und bei Second Edition AD&D ist dann so, ja, also wir schon ein bisschen vorsichtig sein mit dem Kram. Haben sie es wieder runtergeschraubt, genau. So, und dann passiert eigentlich erstmal nicht viel Neues, was die Charaktere und so weiter angeht. Es gibt Nebenberufe, die haben nicht wirklich eine regeltechnische Auswirkung, ist mehr so fürs Feeling. Also man kann dann auf eine Tabelle würfeln, ob man Kaufmann ist, Steuermann, Bergmann und so weiter, weil Fertigkeiten gibt es ja nach wie vor nicht. Es gibt kein Skillsystem oder sonst irgendwas. Außer beim Dieb seine Divis-Fähigkeiten, aber das sind ja Klassenfähigkeiten. Wobei sie damit eine Sache dann im Endeffekt jetzt da geschaffen haben, die jetzt erst wieder mit der 5. Edition zurückgekommen ist, nämlich den Backgrounds. Ja. Also genau. Das ist tatsächlich ein uraltes Element, das fand ich sehr witzig, als das so gefeiert wurde in der 5. Edition. Weil einfach sagen muss, so von wegen, nee, das hat einfach eine sehr lange Evolution jetzt durchgemacht, aber so richtig neu ist es am Ende des Tages nicht. Und es ist ähnlich ergiebig, in der 5. Edition, wie das, was du in der 1. Edition damit gekriegt hast. Weil du hast in der 1. Edition ja auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wenn du dann eben hier Bergmann warst und so weiter und so fort, ja klar, kann der Spielleiter dann entscheiden, dass du Radengel. Also das ist ja allgemein, was das Ganze typische Oldschool Renaissance-mäßig mit dem nehmen Sie Ihren Daumen und halten Sie den in den Wind und gucken Sie mal, der Spielleiter entscheidet. Schönen guten Tag, ich bin heute Ihr Gott. Also das ja, es wird dann sogar noch auf einen Abschnitt hingewiesen mit Sozialklasse und Status, was dann wieder so dieses, mein Charakter in der Welt ein Stück weit repräsentiert. Das ist aber letztendlich auch nur ein halber Absatz. Also das ist dann nicht sehr ausführlich. Also es ist, ich sag ja, fürs Feeling. Ja. Völlig. Muss ja auch nicht, genau. Dann sind die üblichen Sachen drin, eben Gifte, Krankheiten und so weiter, was man halt als Spielleiter so braucht. Dann kommen wir erst zu den Charakterrassen. Und da möchte ich tatsächlich noch mal bitten, Bild 10 einzubitten, lieber Ingo. Eine der Dinge, die man D&D ja immer vorwirft, ist, dass es massiv mit auch Racial Tropes arbeitet. Und das kennen wir auch durchaus aus anderen Spielen aus der Zeit. Selbst DSA hat das ja auch massiv in den ersten Editionen und so weiter drin. Und das wird hier auch nochmal sehr, sehr ausführlich dargestellt, nämlich mit den Neigungen. Also wie verhalten sich bestimmte Rassen grundsätzlich so. Und was mir da auch nochmal aufgefallen ist, dass das Elfenbild zum Beispiel sehr stark an die Hobbit-Elfen angelehnt ist und nicht an die Herr-der-Ringe-Elfen. Also dieses verspielte
er sich über lustig machen über Leute und so weiter und so weiter. Also das ist, entweder haben sie Herr der Ringe nicht gelesen oder fanden die Hobbit-Elfen einfach schöner, aber Elfen sind hier grundsätzlich erstmal eher lustig. Ja, übrigens gerne. Auch. Also die Zwerge sind, die Herr der Ringe-Zwerge haben ja schon was deutlich Edleres. Die Hobbit-Zwerge sind eigentlich saufende Persiflagen von mürrischen älteren Männern. Und also wie uns sozusagen, nur halt mit mehr Saufen. Mit mehr Saufen. Sehr schön. Danke, Saufen. Danke, das Bild. Genau. Respekt. Ja. Mhm. Und sind halt auch eher also dieses raffgierig und gierig und sowas, das wird da viel mehr betont. In dem Bereich. Also es sind wirklich noch die Hobbit, eher stärkere Karikaturen. Ja. Halborks sind übrigens Flegel. Also nicht die Waffe, sondern vom Verhalten her. Ja. Ja, das. Ruppig, ungehobelt, grob und grundsätzlich abscheulich. Na, weißt du Bescheid. Ich meine, hey, wenn du als unbegrenzte Charakterklasse eben auch den Assassinen hast, weißt du auch Bescheid, wo du einzuordnen bist. Ja, also bitte dich. Ja, nee, dann geht's um Anhänger und so weiter. Also da ist tatsächlich jetzt wenig wirklich Neues. Und dann kommen eben so ein paar, also wirklich so Stückwerk an Regeln. Also unter anderem dann zum Beispiel Luftkampfregeln. Da kannst du bitte mal Bild 11 einbinden. Unbenutzbar. Ja. Die sind unbenutzbar. Vor allem, du hast dann auch wirklich noch so eine Kategorisierung von allem, was fliegt, in verschiedene Klassen, wie schnell die wenden können. Und dann sollst du das in Regeln auch noch im Kampf anwenden. Also das ist glaube ich, sogar von Wings irgendwie abkopiert oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder Ace of Aces oder so, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, also Regeln, wo du liest sie oder du versuchst sie zu lesen. Ich habe dann irgendwann einfach nur noch überflogen, weil ich irgendwie ausgestiegen bin, wo ich echt denke, niemand wird damit spielen. Das hatten wir ja schon auch bei den Mensa-Boxen mit den Pegasus-Flugregeln und so weiter. Hier genau dasselbe. Parallele Entwicklung, nochmal. Also ich glaube nicht, dass Gygax und Mensa jemals ein Wort miteinander gewechselt haben. Es wirkt zumindest nicht so. Also nicht über Regeln diskutiert haben. Alter, der hat noch Luftkampfregeln. Ich habe es auch gerade wieder gesehen, da sind jeweils einzelne Regeln, ja auch noch Sonderregeln drin, wie du dann kämpfst, wenn du auf einem fliegenden Teppich unterwegs bist. Und jedes Fluggerät oder Flugtier hat seine eigenen Regeln. Wendekreis. Hexenbesen und Lindwurm versus Drache versus Pegasus, das ist da alles Greif. Ja. Deswegen sind ja auf dem Cover dann, auf dem zweiten Cover sind ja der Drache und die Pegasi, um diese Regeln zu featuren. Genau. Nice. Grundsätzlich. Also ich glaube auch, dass natürlich eine Menge Leute die Idee hatten, ich belohne meinen Spieler mit einem Pegasus, das ist cool, will jeder mal haben, so ein Flugpferd und so weiter. Ja, aber dafür haben wir keine Regeln. Ist halt auch doof so. Deswegen braucht man Regeln dafür. Das andere ist, und das wusste ich nicht mehr. Entschuldigung? Es gibt auch jede Menge, ich meine, wir sind immer noch in einem Bereich, wo wir auch Mischformen haben und es gibt jede Menge Tabletops für diese Flugviecher. Ja, ja. Es wird auch sehr ausführlich auf Miniaturen eingegangen. Wo du das dann benutzen möchtest, ja, wo es dann darum geht, okay, und jetzt haben wir eben nicht napoleonische und französische und bayerische Truppen, sondern wir haben jetzt heute mal den Drachen gegen vier Pegasi mit bogenschießenden Elfen drauf. Mhm. Es ist halt noch was ganz, also weil das Buch ist ja auch am Ende entstanden noch in den 70ern. Also auch wenn die deutsche Version eben viel, viel später rausgekommen ist. Ja. Aber es ist aus den 70ern. Und da ist es halt einfach so, dass D&D noch bei weitem und lange noch nicht seine Kosim-Wurzeln abgelegt hatte. Genau. Also, nee, bitte mal Bild 12 einblenden, dann wirst du sehen, dass du damit hundertprozentig recht hast. Und das merkst du dem ganzen Ding an. Aber das war halt, ja, dankeschön, Alter, ja, alles klar. Ich kann mich erinnern, völlig sinnfrei. Lauter Sachen, von denen du nicht wusstest, für was du sie brauchst, ja. Also für damit Tabletop. Ja, aber doch, dass du weißt, ich bin der Verteidiger und vor mir ist vorne, links halb ist Flanke, rechts halb ist Flanke und hinten ist hinten. Das muss man doch erstmal lernen. Ja, vor allen Dingen auch je nachdem, wie du stehst und in welche Richtung du guckst und ob du jetzt mit Hexen. Ja, weil es halt Boni gibt, ne? Ein Quadrat. Ja, richtig. Man merkt, du hast gespielt. Ja, hallo. Weißt du, was wir immer irgendwie, okay, ich gehe links und du gehst rechts, damit wir immer maximale irgendwie Boni-Auslastung hatten und je nachdem, ob du halt dann ein Hexfeld oder ein Square hattest, war es natürlich ein Riesenunterschied. Ich finde das so lustig, weil in der dritten Edition wurden
kriegten wir regelmäßig Rückmeldungen, dass das ja zu kompliziert wäre, wenn jetzt irgendwie ich berücksichtigen muss, dass noch ein Gegner in der Nähe steht und das einen +1-Bonus gibt. Das Flanking. Das wurde ja, schon ja. als Flanking, wurde schon als zu kompliziert ja. wahrgenommen. Und wenn ich mir dann die Regeln angucke, frage ich mich echt, was würden dann Leute heute tun? Also das ist halt wirklich so schreiend davonlaufen. Aber das macht es halt nochmal umso absurder, weil, wie gesagt, du kommst halt eigentlich, wenn du das gespielt hast, eben aus dem D&D-Spielen raus. Und das ging ja nicht nur den Deutschen so, sondern es ging ja auch einer gesamten Generation an amerikanischen Neuspielern so. Also auch in Amerika war es ja so, dass die Redbox plötzlich eine Unmenge an neuen Spielern damit reingebracht hatte. Ja. Und das, was du dann mit AD&D hattest, war halt im Endeffekt das Gefühl von, ja, spannend, spannend, spannend. Klack, hast zur Seite gelegt und hast trotzdem gespielt, ja. Aber es hatte halt null Einfluss auf das, wie du gespielt hast. Also was du da hattest, ist im Endeffekt immer noch mal, für mich war das ewig, und je länger ich jetzt drüber nachdenke, desto mehr merke ich das noch mal, das ist das Gefühl von vergangene Zeiten. Also du hast ein ganz anderes Spiel in der Hand gehabt. Also du hast wirklich einen Cosim in der Hand gehabt, beziehungsweise nicht mal ein Cosim eigentlich im klassischen Sinne, sondern ein Miniatur. Touren, eigentlich Skirmisher. Ja, oder Skirmisher. Genau. Also ein Skirmisher oder vielleicht sogar tatsächlich eine breite Schlacht. Also so das Typische, so von ja, mit dem ich und meine 233 Minis und nee, es fehlt ja die War Engine. Ja, ja, genau. Ja, aber die gesamte Grundausrichtung kommt eben da brutal her, ja. Und das fühlte sich einfach an, als würdest du etwas lesen, was irgendjemand mal geschrieben hat, in der Zeit, wo du das Spiel noch nicht gespielt hast. Und du merkst, nee, ist es ja auch nicht. Und du merkst auch bei der Auswahl der Sachen, die drin sind, genau diese Gedankengänge, eben auch das, was ich eingangs gesagt habe. Dass eben drüber nachgedacht wurde, das wird kompetitiv gespielt. Welche Fragen kommen auf beim Spiel? Die müssen wir beantworten. Gerade in solchen Kompetitivsituationen und eben bei Miniaturen spielen und so weiter. Und das erklärt dann zum Beispiel auch, es gibt dann ausführlich Unterwasserregeln. Es gibt, also wie Luftkampf, gibt es auch Unterwasserregeln, inklusive, und das finde ich wieder für 78, 79, recht progressiv, gleich einen Riesenabsatz, welche Zauber unter Wasser anders wirken. Also dass auch wirklich Zauber von vornherein berücksichtigt. Also das ist hier viel auch tatsächlich so eine Q&A, beziehungsweise FAQ zu den D&D-Regeln von vornherein schon mal berücksichtigt, so nach dem Motto, was könnten noch alles an Fragen aufkommen, so ungefähr. Und so geht das dann beliebig weiter, bis die eigentlichen Kampfregeln kommen. Da kommen dann diese ominösen Initiative- und Überraschungsregeln, die über drei Seiten gehen, die man nicht wirklich sinnvoll nachvollziehen kann. Dann kommen also der eigentliche Regelmechanismus, im Sinne von, ich würfel einen W20, um eine Rüstungsklasse zu treffen, wird in keinem Satz explizit als solches gesagt. Kannten wir auch alle aus D&D. Ich hab diesen Kampfteil dreimal gelesen, um ihn zu finden. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, aber es ist etwa. Also entweder ist in der deutschen Übersetzung weg oder ja, aber es ist, ich finde das nur lustig, weil du hast dann die Tabellen und so weiter, du kannst es dir alles erarbeiten und wenn du D&D kennst, weißt du es auch. Nie drüber aber nachgedacht, ja. Nochmal, also es ist, wenn du als, hey, das ist AD&D, ich fange gleich mit AD&D an, ich kaufe mir AD&D, ich will damit anfangen zu spielen. Nein. Das ist ordentlich, amtlich schwierig. Es ist nicht nur amtlich schwierig, es ist faktisch unmöglich. Aber das war in der damaligen Zeit auch weniger ein Problem, weil du bist normalerweise ja eh von jemandem dran geführt worden. Genau. Also entweder du bist über die Redbox reingekommen, dann hattest du das Grundwissen und dann hast du wie gesagt, ich habe diese Fragen, die du gerade stellst, die sind mir nie gekommen. Ich habe mich nur darüber geärgert, dass mir Sachen gefehlt haben, von denen ich erwartet hätte, dass ich sie bekomme, weil ich halt die Redbox kannte, weil ich die Bluebox kannte und sowas. Ja. Und das ist insofern nochmal halt natürlich gerade dramatisch, weil mir fällt nochmal viel, viel stärker auf. Und das war ja in Deutschland nicht so intensiv der Fall, aber in Amerika sehr intensiv der Fall, dass man eben AD&D gespielt hat trotz der Bücher und nicht wegen der Bücher. Also in allen Reviews haben diese Bücher ursprünglich richtig gute Kritiken gekriegt und dann erst im Nachhinein wurden sie sehr kritisiert. Und es ist auch tatsächlich so, dass nach allem, was ich über Verkaufszahlen rausgefunden habe, die sich wie geschnitten Brot verkauft haben. Ja, definitiv. Aber du hattest, und das ist in Deutschland, ist das sehr stark zum Tragen gekommen. Und das erklärt das auch für mich, weil auf Deutsch kamen ja tatsächlich unfassbar wenige AD&D-Sachen überhaupt raus.
Also im Verhältnis zu D&D. D&D war sehr lange sehr breit. Das heißt, wir kamen bis zur schwarzen Box, wir kamen bis zum Master Set mit wirklich immer noch auch einem Pfund an Abenteuern. Selbst für das Master Set gab es ja noch 2 oder 3 Abenteuer. Also das hat ja schon kein Mensch mehr gespielt, das haben wir uns ja schon drauf geeinigt, aber trotzdem kamen die Sachen noch raus. Aber für AD&D auf Deutsch gab es die 2 Grundbände, es gab die 2 Monsterhandbücher, alle beide, und es gab dann, ich glaube, alles in allem 4 oder 5 Abenteuer. Sowas um den Dreh. Also ich meine, auf der Spur des Attentäters, Begegnung auf dem Knochenhügel, der Kult des Reptiliengottes und jetzt wird's schon eng. Also, sagen wir mal 4. Also, würde mir auch nicht einfallen, aber ja. Sagen wir mal 4, 5 Abenteuerchen dann dabei an der Stelle. Wobei, da weiß ich, also da gibt es auch noch ein paar Anekdoten, woran das lag. Also, das lag jetzt nicht nur daran, dass es nicht erfolgreich war, sondern auch am Übersetzungsteam. Ja, aber wahrscheinlich auch daran, dass inzwischen Second Edition raus war. Nein. Das war zu dem Zeitpunkt. Nee. Im Englischen gab es ja auch nicht. Nein. Die kam ja erst Ende der 80er, aber es ist, also sagen wir einfach mal so, also über Übersetzung reden wir auch gleich noch mal ein bisschen, aber ich kann schon mal vorziehen, also es ist einfach auch so, dass das Übersetzungsteam um Uwe Körner halt auch einfach sich sehr viel Zeit gelassen hat. Auch mit dem Ansatz, ja, ist ja nicht so eilig. Ja, ich glaube, es kam aber auch eine ganze Langeweile dann gar nichts mehr raus. Also ich glaube, es war irgendwie 86, vielleicht 87 noch was, da würde ich schon nicht mal mehr drauf wetten. Aber ich meine, bis 86 kamen deutsche Sachen und dann kam nichts mehr auf Deutsch. Das heißt, wenn du AD&D in Deutsch Land spielen wolltest, musstest du zwangsweise aufs Englische wechseln. Also ich meine, das war ja der Grund, warum ich plötzlich Englisch lernen musste. Also mein Englisch war beschissen. Ja? Das war auch in der Second Edition so. Also ich meine, in der Second Edition von mir gab es dann gutes Englisch. Aber bis dahin war es schwierig. Nein, ich meine mit dem Wechseln. Also wir sind auch gleich auf die, wir haben das Spielerhandbuch noch auf Deutsch gekauft und dann haben wir das Englische hinterher gekauft, weil, ja. Das hat ja auch was damit zu tun, dass das dann eben auch verschwunden ist, dass dann Ass eben ja dann das nicht weitergeführt hat und so weiter und so fort. Dann ist ja alles auch irgendwie verschwunden. Aber du hast im deutschen Markt halt das Spiel nicht bekommen und das hat einfach auch das Problem gehabt, dass es für ganz lange Zeit im Vergleich zu den anderen Spielen am Markt halt es wirklich schlecht war. Also auch objektiv schlecht war. Ja. Und das war ja so der Punkt, da hatten wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Warum waren wir alle der Meinung nach dem Motto hier, dann spielen wir lieber MERS, weil das ist ja ist ein besseres Spiel. Also ist ein weiteres, also ist einfach besser gemacht und toller und viel cooler. Wenn ich das nämlich heute vergleiche mit, ich lese MERS und spiele das, ist das sowohl von der Regelerklärung, der Didaktik und auch natürlich Dingen wie überhaupt der Gesamtqualität der Kohärenz eines Regelsystems, ja, so niedrig die in mancherlei Hinsicht aus heutiger Sicht auch ist, halt viel höher als das, was uns AD&D damals eben als das Spiel verkauft hat. Weil das war ja immer so, das Spiel kam ja immer mit diesem Nimbus so, hey, ich bin AD&D. Ja, und das ist auch der einzige Grund, warum es erfolgreich war, dass es im Prinzip sofort diesen Nimbus hatte, weil, ganz ehrlich, also im Vergleich ist, also eigentlich muss man ja tatsächlich sagen, dass D&D erst mit der 3. Edition wirklich kohärente Regeln bekommen hat. Weil die Second Edition natürlich auch schon viel gemacht hat. Die Second Edition war schon richtig gut im Kern und hat dann mit den Optionen auch noch ein paar Sachen verbessert und so weiter. Okay, sagen wir mit der Second Edition wurde es wirklich richtig spielbar, weil es ein in sich geschlossenes System war. Genau dieser Fortschritt, also genau dieses ich bin D&D ist cool, also D&D gleich Rollenspiel. Genau, das war nämlich der Punkt. Cool. Genau. So. Und jetzt will ich den Next Level. Und das war naturwüchsig erstmal AD&D. Mhm. Und das AD&D, was du aber dann in die Hand gedrückt bekommen hast, war natürlich trotzdem, also ich gucke jetzt gerade in das Second Edition Spielhandbuch, was ja schon deutlich, also das war super didaktisch aufbereitet irgendwie dagegen. Aber es ist immer noch ein wahnsinniges Sammelsurium von optionalen Regeln, die einfach, also in Wahrheit hat man das benutzt, die man vielleicht dann doch auch wieder zum Beispiel die Blue Box benutzt hat, nämlich, aha, diese beiden Regeln sind gut, die brauche ich und der Rest ist so. Ja. Und so hast du eigentlich AD&D auch benutzt. Ah, super, neue Charakterklasse, neue Sprüche, cool, einzelner Waffenschaden, super, was brauche ich? Okay, ich brauche einen Zweihänder, weil meiste Waffenschaden. Genau. 1A, bam. Alles andere irgendwie egal. Kompliziert, mir Schnurz. Und so hast du dann gespielt. Und deswegen war das, also auf der einen Seite hat das gestimmt, weil es den Nimbus von D&D hatte, von das ist Rollenspiel, so ist Rollenspiel. Und dann war aber die Tatsache, dass das so kacke war, eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil jeder von uns offenbar, wie wir hier sitzen, gesagt hat,
Ah ja gut, wir nehmen halt eh nur das, was wir verstehen. Die Hälfte verstehen wir nicht. Das wäre ein Problem, wenn wir Literaturkritiker wären. War aber nicht, wir waren Rollenspieler. Ja. War uns Schluss. Wir waren Kids. Das würde ich dabei nicht zu. Wir waren Kids und wir waren auf der einen Seite bereit zu akzeptieren, was uns gesagt wurde, und auf der anderen Seite auch willig, Dinge zu ignorieren, wenn es uns auf den Sack ging. Und das unterscheidet massiv von dem, wie wir heute eben als fast alte Männer, die immer noch Rollenspiel spielen, eben was wir inzwischen an Erwartungshaltung an ein System setzen. Und ich finde es immer noch erstaunlich, wie lange AD&D First Edition eben mit diesem völligen Chaos eben trotz all dem der Nimbus des Spielens überhaupt war und geblieben. Es wurde bis 90 verkauft, das muss man sich mal vorstellen. Es wurde im Englischen bis 90 verkauft. Also das ist noch nachdem Second Edition erhältlich war. Und das packt natürlich auch andere Sachen, die wir kritisiert haben im Sinne von hier das Spiel aus der Zeit und gerade wenn wir so Sachen aus Mitte der 80er hatten und so weiter und so fort, nochmal in ein ganz anderes Licht. Und es erklärt aber natürlich auch, warum so viele Sachen auf den Markt kamen, wo Leute dann gesagt haben, so, ey, Alter, das kann ich besser. Also damit hat sich ja auch TSA zwangsläufig eine Konkurrenz erschaffen in diesem Grassroot-Bereich. Einfach weil, wenn du... Lang möchte ich was vorlesen. Sehr gerne, bin sehr gespannt. Ich muss gerade suchen, wo der Text ist. Aber nur um das dann nochmal zu Ende zu führen, du hast ja dadurch wirklich Leute dazu gezwungen, ihre ganzen Haussysteme zu schreiben. Und wenn du die mal geschrieben und erschaffen hast, ja, dann war natürlich der Schritt zu, hey, das kann ich auch rausbringen, war ja dann nur noch ein sehr, sehr geringer. Also, und ich bin mir sicher, viele Leute hätten mit ganz vielen Systemen überhaupt nicht erst angefangen, sie zu schreiben und zu entwickeln und zu machen und zu tun, wenn AD&D nicht dieses Chaos gewesen wäre. Ja. Also nicht diese irre Unnutzbarkeit. Aber es war wahrscheinlich tatsächlich einfach nur eine Sammlung von, hey, das ist auch eine coole Regel, vielleicht willst du die ja nehmen. Ja, aber so war das war nicht das, was das Spiel dir vermittelt hat. Das war auch nicht das, was der Band dir vermittelt hat. Also der kam nicht daher wie, also beim Unearthed Arcana habe ich das genauso benutzt, weil das stand von Anfang an drin. Richtig, genau. So. Ja, aber hier war es nicht als Steinbruch gedacht, sondern eigentlich als volles. Und es ist eigentlich ein Steinbruch. Mhm. Im Vorwort zum Monster Manual steht Folgendes drin. Zum Monster Manual? Das erste, was rauskam. Ja, der Erfolg von D&D hat eine große Anzahl von Nachahmern angezogen. Manche davon sind anerkennenswert, viele nicht. Und selbst wenn wir ihre Existenz akzeptieren, auch wenn sie von D&D-Produkten abhängen, möchten wir gerne allen möglichen Käufer diesen Produkte auffordern, den Wert dieser Produkte genau zu prüfen und auf keinen Fall mit den offiziellen D&D-Produkten zu verwechseln. Vergleichen Sie die anderen mit unserem Hochqualitätsstandard, diesem Monsterhandbuch zum Beispiel. Es steht mit seinem festen Umschlag vielen miserabel hergestellten und verarbeiteten Produkten gegenüber. Dieses Monsterhandbuch ist das Ergebnis langer, harter Arbeit vieler Menschen, was durch den Umfang schon alleine offensichtlich. Ja gut, aber die beziehen sich ja auch darauf, das, was du normalerweise von irgendwelchen anderen Firmen gekriegt hast, waren halt irgendwie kopierte, in der Garage zusammengeheftete Sammlungen von irgendwas. Absolut. Ja, aber das war TSA ja am Anfang selber auch. Ja, also, aber jetzt nicht mehr. Darauf legen sie ja Wert. Wir haben sogar ein Hardcover. Sie waren ja da auch sehr sauer darüber, dass Leute überhaupt angefangen haben. Also am Anfang wollte Gygax wollte ja jeden verklagen, der überhaupt ein Spiel rausgebracht hat und so weiter und so fort. Aber was das natürlich vor allen Dingen zeigt, ist, welche Angst sie davor hatten. Also, massiv. Welche irre Angst sie davor hatten. Ja. Ich glaube auch, dass die Entscheidung zu einem Hardcover genau aus dem Grund ist, wir müssen uns unterscheiden und wir haben Geld, also können wir das auch machen. Also das halt auch so dieses, wir müssen zeigen, dass wir hier der Platzhirsch sind. Also aus Marketing-Sicht die richtige Entscheidung, aber eben halt auch so getrieben ein Stück weit. Das wirkt auch so. Es ist, aber die Tatsache, dass der andere Quatsch halt wirklich so schlecht ist. Also die Monsterhandbücher, die sind immer noch gut. Also die waren für die damalige Zeit, die waren gut, die waren solide. Du hattest alle Werte drin, du hattest die Beschreibung drin, du hattest zu jedem Monster ein Bild und so weiter und so fort. Hey, das war Standard. Ja, wobei wir müssen sagen, wenn sie bis 90 verkauft haben, da waren die Bilder aber schon lange outdated. Wir reden trotzdem von 77. Also für 77. Ja, klar, für 77 waren die super. Ich möchte noch zwei, drei inhaltliche Sachen sagen, bevor wir sozusagen zu noch ein paar anderen Bewertungen kommen. Und zwar, es gab noch inhaltlich noch ein paar Sachen, die
ungewöhnlich waren für die Zeit. Also Psi-Regeln, bei eins hatten wir schon vorher erwähnt, die Psi-Regeln sind nicht wirklich verwendbar, aber überhaupt das nochmal zu neben Magie unterschieden wurde zu Psi-Regeln. Also und viele Leute, die AD&D Second Edition gespielt haben, bis dafür Psi-Regeln rauskamen, nicht das Complete Psi-Handbook, haben die First Edition-Regeln verwendet. Die haben, wir hatten Handkopierte aus diesem. Wer spielt mit Psi-Regeln? Ich habe das nie verstanden. Ich hab das. Wenn immer du Mindflayer einsetzt, brauchst du Psi-Regeln. Grässlicher Anachronismus einfach. Wenn so. Du Mindflayer einsetzt, brauchst du Psi-Regeln. Also, wenn du Dark Sun spielst, musst du Psi nee, nehmen. Das ist aber Second Edition, das ist okay. Ja, das ja, ist ja, klar. Second Edition. Wir haben ja, also, dass man anschließend ein Setting gebaut hat, wo man dann die Psi-Regeln benutzen konnte, das akzeptiere ich. Aber das deutet für mich nur darauf hin, dass noch nie jemand vorher Psi-Regeln gebraucht hat. Und warum gibt es die? Warum gibt es in der Welt, wo du schon Magie kannst und dieses, warum gibt es noch, das ist eine ganz unselige Romanze. In Hahn gibt es Psi-Regeln, in Helden gibt es Psi-Regeln. Geist der 70er Jahre, ja, Telepathie, Telekinese und so weiter wurde als etwas real wissenschaftlich Mögliches wahrgenommen, wohingegen Magie das fantastische Element war. Deswegen gibt es Psi-Regeln. Ja, es ist halt auch immer noch dieser ganze Science-Fantasy-Bereich. LSD-Experimente gingen in diese Richtung. Ja, es ist also, genau, Science-Fantasy, irgendwas Krasses. Und da war in der Zeit halt einfach noch, war das einfach noch Standard. Also ich meine, wir haben auch versucht, mit denen zu spielen, mit den Regeln, aber spätestens, wenn du auf zu dieser irren Vergleichstabelle kommst, was dein Psi-Angriff ist, den du gegen welche Psi-Verteidigung dann benutzen kannst. Und ja. Tower of Ironwill gegen ja, genau. Auf einem Auge blöd. Also das ist halt schon echt total irre. Und die Tatsache, dass du ja sowieso eine Chance, ich glaube, von was 2 oder 3% hattest, dass du irgendwie überhaupt irgendwelche Psi-Kräfte kriegen konntest, ja. Das war ja eh so ein war ja. Ein bisschen für ein Poppes, etwa so wie genau. Die Regeln für Baden da drin. Genau. Woran sie festgehalten haben, was sie auch noch ausgebaut haben, war Stufenaufstieg kostet Geld. Und du musst auch verhaltenskonform sein. Das heißt, du musstest eine Gesinnungsprüfung sozusagen durch den Spielleiter erleben und musstest Gold zahlen, damit du überhaupt aufsteigen kannst. Es wird sehr ausführlich erklärt, was Trefferpunkte sind und dass es eben nicht Lebensenergie ist, sondern dass es diese ganze Erfahrung ist. Das, was sie dann später leider weggelassen haben, warum so viele Leute verwirrt waren, was eigentlich Trefferpunkte sein sollen, dass das eben nicht Lebenspunkte sind. Deswegen auch einige der deutschen Übersetzungen nicht so richtig gefasst haben. sondern es ist eigentlich eben eine Summe. Und das wird sehr ausführlich erklärt. Ist auch einer der wenigen wirklich besseren Texte in diesem Buch. Und dann gibt es einen längeren Abschnitt darüber, wenn ich diese Charaktere zum Beispiel mal in ein bestimmtes Western-Setting oder in ein bestimmtes Mutanten-Setting setzen möchte, Butel. Nämlich Butel und Gamma World, ja, genau. Werden Umrechnungsregeln gegeben für die Umrechnung. So. Genau. Das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Aber die sind im Deutschen mit drin, was total abstrus ist, weil ich habe die gelesen und es gab kein Butel und kein. Doch, gab's, ja, aber du nicht auf Deutsch. Ja, nicht für mich. Nicht, ja, aber du durftest halt ja nicht Sachen einfach so weglassen. Du durftest Sachen hinzudichten. Das haben die Übersetzer zu der Zeit ja auch durchaus gemacht. Und dann möchte ich noch etwas anmerken, was mich auch etwas überrascht hat. Also, wo auch deutlich wurde, dass einige dieser Inhalte aus dem eben Strategic Review oder aus Con-Diskussionen oder sowas entstanden sind. Weil bei den Rettungswurf-Erklärungen, die durchaus sehr ausführlich sind, also mehrere Seiten lang, wird am Anfang erklärt, dass man ja schon öfters Diskussionen führen musste, warum es überhaupt Rettungswürfe gibt. Das wäre ja ein vollkommen abstruses Konzept und das bräuchte auch keiner. Und Gygax müsste dem, also er müsste dem eben halt ganz, ganz explizit widersprechen. Als Beispiel wird gebracht, eben dieses Typ hängt an Ketten gefesselt an der Klippe und Drache kommt, um ihn zu fressen. Und warum brauche ich dann einen Rettungswurf? Weil ich hätte ja eh keine Chance. Und dann erklärt Gygax eben, dass es natürlich eben die Chance gibt. Er bricht in der letzten Sekunde die Ketten kaputt oder er findet eine Spalte, in der er sich verstecken kann oder was auch immer. Das ist aber eben genau das ist, was eben einen Helden ausmacht. Und das finde ich übrigens auch total spannend. Ja, weil die, also ich weiß nicht, wie ihr das benutzt habt. Wir haben Rettungswürfe immer rein mechanisch benutzt. Also ganz selten mal, dass jemand da irgendein narratives Element da drin hatte, sondern es war immer nur Würfel drüber oder drunter oder was auch immer, fertig, dann hat es geklappt oder nicht geklappt, halber Schaden, bam. Und das AD&D, und das gibt es an einigen Stellen, diese Texte, wo unterstellt wird, dass du drumherum viel mehr tust. Also, ob die das wirklich so gespielt haben, weiß ich nicht, aber das ist damals komplett an uns vorbeigegangen.
Ja. Wir haben das nur als Würfelspiel sozusagen gesehen, diese ganzen Rettungswürfe und Treffer und Hitpoints. Das ist so ein rein rechnerisches Verfahren. Und das nur haben wir auch später angefangen. Also das haben wir, das deskriptive Beschreiben von wie schlage ich, wie treffe ich, wie funktioniert der Rettungswurf und so weiter, das haben wir auch sehr viel später erst angefangen. Und das ist lustig, weil ich mir ganz Markus, klar war, guckt so, habe ich jemals Rettungswürfe eingesetzt? Nee, die Sachen, also gerade bei Rettungswürfen, muss ich sagen, kann ich mich auch nicht dran erinnern, weil da gab es ja im Endeffekt eigentlich nur die Geschichte mit Gift-Tot. Also gefühlt, ja. Und Breath Weapon. Aber das ist genau das, du hast einen Rettungswurf gegen Dragon Breath. Ja. Und wofür brauche ich dafür einen Rettungswurf? Also das war halt die Diskussion. Aber auch, dass ich überhaupt in ein Regelbuch schon die Rechtfertigung reinschreibe von irgendwelchen Diskussionen, die ich irgendwann mal mit irgendjemandem auf einem Con geführt habe. Das sind aber auch... Ja, aber das merkst du halt, das finde ich eben, das spricht viel in diesen AD&D-Dingern. Also vieles von dem, wo sie tatsächlich Neutext gemacht haben und nicht einfach nur irgendwelche Versatzstücke aus irgendwoher zusammengeklanscht haben, sind Reaktionen, wo auch, finde ich, sehr persönlich der Herr Gygax tatsächlich zu lesen ist. Ja. Nämlich, boah, ihr habt an meinem Ding rumgemeckert. Ja? Jetzt erkläre ich euch mal, was ich damit eigentlich schon immer gemeint habe im Nachhinein. Ja, das bleibt auch erhalten, bis Second Edition eben tatsächlich kommt, weil das ist so diese gesamte Fuck you, fuck you, fuck you Attitüde, die da eben überall mit rumspricht. Und ich bin hundertprozentig bei dir. Also ich meine, alle, die ihn kennengelernt haben, haben das ja auch durchaus aus der Zeit dann gesagt. Das ist auch bei der dritten Edition nicht anders gewesen. Ich habe ihn ja in dem Zeitraum kennengelernt und das ist, der hat kein gutes Haar in der Second und kein gutes Haar in der Third Edition gelassen. Das wäre überhaupt nicht mehr sein Spiel. Ja, schade. Ist auch gut so, weil, also, ich bin froh drüber. Ja, aber. genau, so. Also, inhaltlich ist eigentlich dazu alles zu sagen. Es gibt dann noch ein zweites Monster-Handbuch, Monster Manual, das ist 83. glaube ich, dann im Englischen erschienen und wurde auch im Deutschen dann relativ schnell nachgeschoben. Da ist nur auffällig, dass die Monsterbeschreibungen länger werden. Da können wir nochmal Bild 15 zeigen als letztes Bild. Der Aboleth, kennen ja auch viele mittlerweile als eigentlich ein Standard D&D oder AD&D-Monster, wurde da unter anderem eben halt auch sehr ausführlich beschrieben. Und das ist ein Trend, der dann eben auch weiterging. Also, dass sehr viel mehr deskriptiver Text auch zu Monstern da war. Second Edition hat das ja teilweise sehr ausführlich auch gemacht, eben mit Verhaltensweisen und so weiter. Also nicht reine Kampfsachen, sondern auch immer ein bisschen Hintergrund dazu. Mhm. Das ist aber das einzig wirklich nennenswerte, interessante zum Monsterhandbuch 2. So. Ich möchte noch ein bisschen über die Übersetzung reden. Weil, also zum einen ist sie sehr, sehr spät gekommen. Da haben wir jetzt ja mehrfach schon drüber geredet. Aber es gibt eben halt auch noch so ein paar Besonderheiten der Übersetzung. Es gibt von diesen Büchern auf der deutschen Version zwei verschiedene Versionen. Eine Version, die du ja auch am Anfang schon erwähnt hattest, die du hattest, und dann eine etwas korrigierte Version. Eine kleine Anekdote, die einem sofort auffällt bei der korrigierten Version, ist, im Handbuch für Spielleiter wurde ein neuer Druck in Auftrag gegeben, wo dann die Errata hinten im Innencover auf den letzten zwei Seiten im Prinzip dazu gedruckt wurden, weil es wäre zu teuer gewesen, das Buch zu editieren und irgendwas zu ändern. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir bei Enforcers. Ich wollte gerade sagen. Das hatten wir bei Enforcers, genau. Also das hat auch das große, also das haben auch die deutschen Versionen von AD&D, haben wir das. Und das andere ist, dass die Qualität der Übersetzung schon damals für viele Stirnrunzeln, Lacher und verzweifelte Aufschreie gesorgt haben. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist aus der Waffentabelle beziehungsweise aus der eigenen Itemliste am Ende des Buches. Ja. Die Ausrüstungstabelle, wo unter anderem Torch mit Taschenlampe übersetzt wurde in der ersten Version. Ja, und Eisentruhe mit Safe. Und Eisentruhe mit Safe und so weiter und so weiter. Also das sind so ein paar Sachen, die sich sehr, sehr fest ins deutsche Übersetzungsgedächtnis gebrannt haben, was in der Rollenspielszene. Also auch Leute, die diese Bücher nie in der Hand haben, können einem sofort aus dem Stegreif sagen, die Übersetzung, das war doch das mit der Taschenlampe. Mhm. Die haben diese Bücher alle nicht in der Hand gehabt. Ich hatte es nicht in der Hand und ich kannte diese Anekdote. Eine andere sehr schöne auch Anekdote, die mir jetzt wieder eingefallen ist, ist, im Spielerhandbuch wird, im Spielerhandbuch wird etwas ausführlicher erklärt, im englischen Original auch, dass der Begriff Level für unterschiedlichste Dinge bei D&D verwendet wird.
Sei es für die Stufen der Klasse, sei es für die verschiedenen Zauberstufen und so weiter, sei es für die verschiedenen Dungeon-Ebenen. Mhm. Das wird explizit aufgeführt. Steht auch im Deutschen 1:1 so drinne. Und dann kommst du zu den Zaubern und bei den Klerikern Level, also Stufe und so weiter und so weiter. Und dann kommst du zu den Magierzaubern und dann steht da auf einmal nicht mehr Zauber der 5. Stufe, sondern Zauber des 5. Buches. Beziehungsweise Spruch des 5. Buches, weil da ist es dann auch kein Zauber mehr, sondern ein Spruch. Nicht konsequent, manchmal sind es Zauber, manchmal sind es Sprüche, aber des Buches. Und ich erinnere mich dran, dass wir als wir an AD&D bei Amigo gearbeitet haben, war ja Uwe Körner noch Teil des Teams. In der Vorbereitung dann auch für die 3. Edition und so weiter haben wir dann auch nochmal über das Glossar geredet. Und er wollte unbedingt er hat darauf bestanden, dass das unbedingt wieder bei Magiern des Buches sein muss. Weil das wären ja Buchzauber und das wäre ja sozusagen sehr viel besser, als wenn wir da einfach nur Stufe verwenden würden. Wir hatten da sehr, 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 sehr lange Diskussion zu dem Thema. Konsequent inkonsistent, ja. Also das ist schon. Und auch das Thema des Sprüche, also dieses, wir haben zum Beispiel bei der 3. Edition haben wir dann Sprüche vermieden, sondern haben entweder Zauberspruch im Ganzen gesagt oder eben Zauber gesagt, weil nur Spruch, also zum einen habe ich da immer auch so ein bisschen biblische Erinnerungen dran mit den Sprüchekapitel und das andere ist eben halt auch, das ist, ja, ein dummer Spruch rutscht halt auch schneller mal raus als ein dummer Zauber, ne? Aber es ist, generell fällt einem bei der Übersetzung auch viele Fehler auf. Also ein Beispiel hatte ich ja schon mit auch der Tabelle, wo einfach die Titelleiste fehlt. Also auch solche Sachen. Jetzt muss man zugeben, die Produktionsmethoden waren Mitte der 80er halt auch wirklich noch pain in the ass. Das heißt, wenn man eine Tabelle einmal gesetzt hatte, die nochmal anzufassen, war aufwendig. Das ist trotzdem keine Entschuldigung, eine sehr wichtige Tabelle eben halt fehlerhaft dann einfach weiterzumachen und auch in der Korrektur dann später nicht zu korrigieren. Und es wurde korrigiert an den Büchern. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass also gerade als als dann das Spielleiterhandbuch rauskam im Deutschen, gab das halt durchaus eine ganze Menge Backlash. Also da hat es dann echt mal, das war für die damaligen Verhältnisse ein Shitstorm auf Deutsch. Ja. Also soweit das damals möglich war, sowas zu haben. Aber für die einer damaligen der Gründe, warum Uwe Körner nicht mehr auf Conventions gegangen ist. Das glaube ich, ja klar. Ich meine, weil du hattest den Bann, du hast dich ernsthaft verarscht gefühlt. Also in vielerlei, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Und das Geilste ist, der ganze Band hat ja hinten, der hat ja Appendix A bis, ich weiß nicht wie, A bis AM oder irgendwie sowas, weil nachdem du bei Z aufgehört hattest, muss es noch irgendwie weitergehen oder sowas. P. Also beim Spielleiterhandbuch geht's bis P, wobei das nochmal aufgebrochen ist in ein paar unterschiedliche Sachen. Unterding und so weiter. Völlig irre. Also eine irrsinnige Menge an Anhängen da dran und mit allen möglichen absurden Sachen drin, wirklich absurden Sachen. Und die sind zum Teil grotesk übersetzt gewesen in der ersten Auflage. Ich habe es da jetzt nicht angeguckt, aber das war dann auch irgendwann, dann gab es dazu in den Fanzines und in den Zeitschriften und so weiter, die es eben dazu gab, gab es dann auch teilweise so Stellungnahmen und Sachen und dann war dann auch von einem Übersetzer, der mitgenannt wurde als Übersetzer von diesen Sachen, der dann gesagt hat, das ist nicht seine Übersetzung, die da drin ist, und er distanziert sich massiv davon, weil das liest sich, als wär's von einem besoffenen 13-Jährigen nachts unter der Bettdecke mit der Taschenlampe übersetzt worden. Ja? Mit der Taschenlampe Genau, ich glaube, das war Thomas Kretz, weil Anno Kuhmer war ja trotzdem noch dabei. Also. Wenn du das, da kann ich mich noch, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, allein diese Aussage dabei, weil das hat dann wirklich auch zu massiven Beschuldigungen und allem möglichen drum und dran geführt. Es hat vor allem nachhaltig D&D auf Deutsch auch massiv geschadet. Also wir haben ja auch bei zu Amigo-Zeiten noch immer wieder auch, was diesen Ruf angeht, so dieses deutsche Übersetzungen im Rollenspiel sind eh schon scheiße und D&D ganz besonders massiv mit zu kämpfen gehabt. Und jetzt mal unabhängig von den Produktionsbedingungen, unter denen solche Übersetzungen entstehen und so weiter, es ist halt wirklich teilweise sehr, sehr schlampig an dieser Version gearbeitet worden. Das kann man nicht anders sagen. Und so leid mir das tut, auch tatsächlich für die Beteiligten. Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen die damals gearbeitet haben. Ich kenne halt nur einige der Diskussionen. Also mit Uwe habe ich ja zusammengearbeitet. Arno habe ich nicht kennengelernt.
Und die anderen, die immer noch mal so erwähnt werden in den unterschiedlichen Bänden, kenne ich gar nicht. Also das sind ja auch Leute, die danach nie wieder irgendwie groß in Erscheinung getreten sind. Was aber eben auffällt, ist, dass das auch eine, also das, was man heute macht, wenn man eben solche Übersetzungen macht, dass man Glossar erstellt, dass man auf eine gewisse Konsistenz und Kohärenz achtet bei den Übersetzungen, dass das halt bei den ganzen Sachen nicht der Fall ist. Das ist übrigens auch bei AD&D Second Edition nicht der Fall. Auch da sind die Übersetzungen im großen Teil, dass an bestimmte Begriffe, die im Englischen eindeutig definiert sind, in deutschen Übersetzungen an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich benannt sind und so weiter. Und das ist jeder, der auch nur ansatzweise mit Glossar gearbeitet hat, weiß, was das bedeutet. Also das ist halt wirklich so dieses, okay, du musst eigentlich nochmal alles komplett von vorne anfangen. Und wir haben auch, ich weiß auch bis heute nicht, ob es ein Glossar für AD&D First Edition gab. Also für AD&D Second Edition gab es eins, das war 2 oder 2,5 DIN A4 Seiten Liste. Lol. Das ist ja nichts. Das war das, was wir gekriegt haben bei Amigo. Mehr gab es nicht. Also das, ja. Okay. Für Forgotten Realms haben wir es selber erstellt. Da haben wir gar keins gekriegt. Und das muss ich auch sagen, nichtsdestotrotz, was man ja auch berücksichtigen muss, sowas zu übersetzen, ist ja technisch extrem, beziehungsweise vom Textqualität her extrem anspruchsvoll. Weil du hast eigentlich eine Mischung aus einem wissenschaftlichen Text oder einem Juratext, nämlich was die Komplexität angeht. Und wir haben, das Beispiel, so dieses mal eine Agentur, eine normale Übersetzungsagentur, die sonst nichts mit sowas wie Rollenspiel zu tun hat, mal so einen Text checken, was die von einem verlangen. Die stufen das nämlich als höchste Kategorie, einen höchsten Schwierigkeitsgrad, was die Übersetzungen angeht. Zumal wir ja gerade gesagt haben, also wir haben es ja schon im Englischen auch nicht verstanden, also von den Regeln. Also grundsätzlich ist sozusagen ein Text zu übersetzen, der in sich selber schon so wahnsinnig unklar ist, ist natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger und wird dadurch im Regelfall nicht besser, wenn der Übersetzer nicht im Prinzip die Redaktionsarbeit nachbaut oder nicht nachbaut, sondern ersetzt, die dann da gefehlt hatte. Und was man auch noch berücksichtigen muss, Kommunikation damals war ja komplett anders als das heute. Ja. Das heißt, du konntest ja auch nicht einfach mal nachfragen. Also ich meine, wir hatten jetzt zum Beispiel bei der dritten Edition hatten wir damals schon das Glück, dass wir eben halt über einen eigenen Mail-Server mit der US-Redaktion ständig eigentlich im Kontakt waren und Sachen auch mal nachfragen konnten. Da waren die weit von entfernt. Die mussten Briefe schreiben oder vielleicht mal ganz teuer telefonieren. Und das war echt teuer, in die USA zu telefonieren in den 80ern. Also das war richtig teuer. Bei allem Wissen der Übersetzungen, bei allen auch peinlichen Übersetzungen, wie eben Taschenlampe und so weiter. Trotz allem Chapeau, so ein was sind's? 288 Seiten. Fast 400 Seiten hat das Ding fast. Ne? Das Spielleiterhandbuch hat 288. Und 200, das sind, 200. Aber enger Text, wir kennen ja diese Textwüsten. Und das war einfach auch ein Höllenaufwand, das zu übersetzen und nicht einfach. Also deswegen auch trotz allem, also diesen Übersetzern gehört ein Höllenrespekt, sich daran zu setzen und das nebenbei zu machen, weil das muss man auch berücksichtigen. Die haben das alle zu dem Zeitpunkt nebenbei gemacht. Ja, ich meine, gut, das ist etwas, das ist halt in der Branche weit verbreitet, weil, sind wir mal ehrlich, es ist und bleibt halt trotzdem ein Nischenthema. Ja? Und damals war es noch in einer ganz anderen Größenordnung, als es heute der Fall ist. Also da muss man einfach auch ganz klar sagen, wir reden hier schon von anderen Auflagenzahlen, die damals gefahren wurden, also auch gerade eben Anfang Mitte 80er, nochmal ganz andere Größenordnung. Aber lass uns mal, und das finde ich nämlich extrem spannend, nochmal dazu kommen, einfach mal ganz allgemein, was uns das erklärt, also dieser Zustand von AD&D, weil AD&D war gefühlt immer so das eine Ding, an dem sich alles gemessen hat. Und die Intensität, mit der wir damals empfunden haben, und ich glaube, das ging euch allen auch so, mit der wir damals empfunden haben, als wir andere Spiele gesehen haben, wie schnell die sich als besser herausgestellt haben und wie leicht es am Ende des Tages eigentlich war, zu sagen, so von wegen, guck mal, was wir für tolle Qualität können. Weil du dich mit AD&D vergleichen konntest. Und weil, sind wir mal ehrlich, also Mers in allen Ehren ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen in vielerlei Hinsicht, ja. Aber es kam trotz all dem daher wie ein großartiges Spiel. Mhm. Und ich kann mich auch daran erinnern, als wir das erste Mal dann zum Beispiel Midgard angefasst haben, was das für einen Eindruck bei uns erweckt hat, mit so von wegen, oh, hier, guck mal, und das ist voll
Das ist voll strukturiert. Und das kann Dinge, das kann Skills und ich bin baff. Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, das hast du ja in vielen Branchen, dass der im Prinzip der Innovator ist, nicht unbedingt die beste Version baut, sondern dann eben Nachahmer eine deutlich bessere Version bauen, weil sie aus den Fehlern des Ersten lernen. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist das hausgemachte Problem bei TSA, dass bei TSA weder mit einer wirklichen richtigen Linie gearbeitet wurde, also weder unter Gygax und dann später auch lange Zeit eben nicht wirklich, sondern ja eigentlich die Leute eher gegeneinander gearbeitet haben. Und alleine schon, dass an zwei unterschiedlichen Versionen von D&D zur selben Zeit gearbeitet wurde und sie zur selben Zeit veröffentlicht wurden, zeigt ja, wie unstrukturiert TSA zu diesem Zeitpunkt eigentlich war, im Sinne von, wir haben hier eigentlich ein großes Ding, könnten das richtig gut machen. Wir müssten uns vielleicht mal einen richtigen Produktmanager holen, der uns ein paar Dinge erklärt oder sonst irgendwas. Stattdessen arbeitet Gygax an seiner Version. Andere Leute bei TS arbeiten an einer anderen Version von D&D, die ist dann auch spätestens ab der Redbox von Mensa deutlich besser strukturiert in den ganzen Kern und so weiter und hat in gewisser Weise moderne Rollenspielprodukte auch ein Stück weit mitdefiniert, was den Aufbau und die Struktur und so weiter angeht. Und dann hast du eben das, was du vorher gesagt hast, diesen rückwärts gewendeten Blick von Gygax. Und ich glaube, gerade an diesen Produkten wird einem nochmal sehr, sehr deutlich vorgeführt, das, was er dann später nochmal wiederholt hat mit Dangerous Journeys und so weiter, dass er einfach nicht verstanden hat, in welche Richtung sich eigentlich Rollenspiele oder der Markt entwickelt hat. Dass er an seiner Vision festhalten wollte und das eben halt dann auch mit AD&D durchgezogen. Dass dann ab der Second Edition AD&D tatsächlich als wirklich etabliertes anderes System dastand, hat ja nichts mehr mit Gygax in der Form zu tun. Allein die Tatsache, dass das so lange noch existiert hat. Also wenn wir jetzt mal sagen, so AD&D hat am Ende des Tages in seiner First Edition in Amerika auf jeden Fall Ende der 70er existiert. So, da war das voll da. Und das war in der Form 10 Jahre lang am Markt. War aber eigentlich spätestens Anfang der 80er outdated. Und zwar brutal outdated. Ja? Also ich meine, klar, das war auch eine Zeit, wo sich alles extrem schnell entwickelt hat. Und das heißt, die haben aber parallel auf der einen Seite ein unfassbar fortschrittlichen Strang gehabt mit den D&D-Sachen. Also Redbox, D&D und so weiter mit allem, was dazugehörte. Einfach unglaublich leicht im Einstieg, toll aufbereitet, also absolute Marktführung. Also in allen Belangen. Und auf der anderen Seite eben diesen Koloss, ich will nicht sagen unbenutzbar, aber diesen für die meisten Leute nicht erfassbaren und nicht handelbaren Koloss, der eben so noch mehr auf so einem Fan-Niveau eben existiert hat, AD&D. Ja, also das ist halt schon, das spricht auch Bände darüber, was da innerhalb der Firma wieder gelaufen ist. Weil das war ja die Auseinandersetzung zwischen Gygax und den Blooms und so weiter und so fort. Also wer jetzt was wie durfte und überhaupt und hin und her. Da sind ja viele klassische Kampagnen in der Zeit entstanden, nicht wegen AD&D, sondern trotz AD&D-Regeln. Also ich meine, die Leute dann halt irgendwie dann gespielt haben. Ja, also da ist ja unglaublich viel Material dann eben auch erschienen. Und aber trotz all dem hat sich auch da wieder TSA eigentlich unterm Strich wieder sein eigenes Grab geschaufelt. Das hatten wir ja schon mal. Also ein paar von diesen Stellen, wo sie völlig ohne Not eben Leuten die Möglichkeit gegeben haben, da einfach auch für so lange Zeit an ihnen vorbeizuziehen, dass selbst mit Erscheinen von AD&D, wo sie viel Land wieder gut gemacht haben, alles geschenkt, aber trotz all dem halt plötzlich Konkurrenten am Markt hatten, die auch nicht mehr verschwunden sind. Also weil dann kamen dann eben auch Dinge ja dann Ende der 80er, die selbst eine entsprechende Größe und eine entsprechende Stärke hatten. Also dann hattest du Firmen wie Faser, die eben sich hingestellt haben und konnten dann eben sowas wie Shadowrun eben rausbringen und entsprechend damit groß werden und sowas. Und das wäre aus meiner Sicht heraus nicht passiert, wenn sie halt das AD&D-Geraffel früher überarbeitet hätten. Also weil das... Naja, ja, aber sie müssten, ich glaube, es ist ein zentrales Thema, das sie ja im Prinzip bis zur 5th Edition mitgezogen haben als Problem, ist auch, dass die Grundlagen dieses Systems, so klassisch und großartig es auch für alle einführenden Charaktere und so bleibt, ist, so schmal sind die.
Also bestimmte Setzungen, wie du würfelst mit dem D20, es gibt keine Skills, du hast irgendwie diese komischen Rettungswürfe, du hast die Hitpoint-Armor-Class-Abstraktion, die Armor-Class ist aber irgendwie weird, du hast alles additiv, also das ist ein ganz, ganz schmaler Regelgrundsatz, mechanisch sind die ja extrem eng. Ja. Und dann wird immer irgendwas draufgeklatscht, der Dieb hat Fähigkeiten mit Prozenten, du würfelst die mit D6 mal mit D10, da kriegst du dieses und jenes, das sind nichts davon ist ja mechanisch integriert. Das ist einfach nur drangeklebt. Ja. Und das ist, glaube ich, was strukturell einfach ein Problem auch ist, wenn du wirklich sagst, okay, jetzt möchte ich mal ein spielbares System designen. Und das ist eben auch das, warum AD&D in der ersten Edition und selbst noch in der zweiten zum Teil unendlich komplex ist auf einer Ebene wie, wir haben den Wendekreis meines Pegasus beim Fliegen, ja, was kein Mensch braucht, oder hier sind die 23 verschiedenen inch-langen Stangenwaffen, die alle den gleichen Schaden machen, braucht auch kein Mensch. Ja, aber es ist wichtig, wie lang sie sind, weil wenn ich im Dungeon bin, das nur 3 Meter breit ist, kann ich die Gisarm nicht einsetzen, aber die Hillebarde einsetzen, weil sie 20 Zentimeter kürzer ist. Ja, genau. Aber also, das hat man gesprochen. Genau, ja. Also für dieses wurde wahnsinnig viel draufgeflanscht, aber eben weil es aus diesem Dragon kam, weil es nie einen Punkt gab, wo man gesagt hat, so, jetzt revolutionieren wir das mal. Der Punkt von AD&D hätte ja sein können, lass uns einfach ein neues System bauen. Wir nehmen die Grundlagen und haben halt sowas wie, okay, es gibt Charakterklassen und es gibt mich Würfel. Ja, und jetzt bauen wir mal ein neues System. Aber nein, was sie gemacht haben ist, sie nehmen lauter Sachen wie den Dragon, der ja nie die Grundlagen sozusagen kaputt machen durfte. Der durfte sie immer nur ergänzen. Mhm. Und ergänzen und ergänzen und ergänzen und ergänzen und ergänzen in die also immer obendran, aber nie an der Basis wirklich was geschaffen und sagen würde, okay, dieses System hält das jetzt auch aus und funktioniert mit diesen Erweiterungen zusammen in irgendeiner Form. Das tat es nicht. Das ist einfach als Grundlage zu schmal. Das steht echt auf wahnsinnig tönenden Füßen. Inklusive der Tatsache, dass du halt, keine Ahnung, ab Level 8 oder 9 oder 10 eigentlich nur noch Schwierigkeiten hast, Herausforderungen zu finden und dann Level 20 eigentlich absurd ist. So, also, dass dann auch die Welt, das Narrativ zusammenklappt und alles nicht mehr funktioniert. So. Ja, weil sie haben sich gibt's halt ja später Spelljammer. Sie haben sich da ja an viele Sachen am Ende des Tages auch nicht wirklich rangetraut. Also, aber was ich glaube auch, was sie unterschätzt haben, ist einfach die Wahrnehmung, die sie selbst erschaffen haben, ohne Not, muss man ja sagen, dass es 2 verschiedene Systeme gibt. Also diese Wahrnehmung war ja nie, wie wir das auch schon hier hatten, so von wegen, dass das ein Add-on-Erweiterungsband zu D&D ist, sondern es wurde, also AD&D ab der ersten Edition, also in Deutschland war das definitiv so, in Amerika garantiert auch, war ein eigenes System. Du hast D&D gespielt oder du hast AD&D gespielt. Das war ein klares Mindset zu dem Thema, was damit verbunden wurde. Und damit haben sie sich ja, also zum einen haben sie sich natürlich selbst kannibalisiert mit dem, was sie da gemacht haben. Und du hast halt natürlich auch dieses gefühlte Durcheinander erschaffen. Also einfach dieses gefühlte Durcheinander im Sinne von, was gehört denn jetzt wohin? Was kann ich denn hier mit was spielen? Und dann natürlich auch die Tatsache, dass eben alles immer noch Ewigkeiten lang eben parallel existiert und auch in Print war. Also selbst Dinge, die du schon gar nicht mehr nutzen konntest, weil, und dann gab es den Dungeoneers Guide noch viel später und den kannst du eigentlich ja gar nicht mehr nutzen, aber hey, den haben wir trotzdem noch, wer weiß, vielleicht will den jemand haben und sowas. Das ist aber gar nicht hilfreich. Also, nö, also, beziehungsweise es hat dazu geführt, dass was wir ja alle gemacht haben, was ihr auch alle am Anfang gesagt habt, wir haben es letztendlich als Steinbruch verwendet. Und das hat den D&D-Spielern über viele Jahre eigentlich beigebracht, ja, du verwendest halt das, worauf du Bock hast und den Rest ignorierst du. Und das, was du vielleicht Bock drauf hast, was so nicht funktioniert oder was du nicht verstanden hast, machst du halt irgendwie so, dass du es verstanden hast. Also das ist ja auch eine Lehre. Also ich glaube tatsächlich, dass Mitte der 80er Jahre ganz wenige D&D-Gruppen genau so gespielt haben wie die anderen. Sondern jeder eigentlich seine eigene Version von D&D gespielt hat. Das ist auf eine gewisse Art sehr, sehr progressiv, aber eben nicht gewollt progressiv, sondern mehr der Not geschuldet, dass sie letztendlich dieses Konglomerat an unterschiedlichsten Regelkonzepten, Strukturen und so weiter geschustert haben, dann auch noch 2 Versionen davon angeboten haben und eigentlich jeder dann vielleicht sogar, also in Deutschland noch mehr als in den USA, froh war, wenn er überhaupt irgendwo ein Produkt gekriegt hat, das dann mitgenommen hat, gesagt, passt jetzt nicht hundertprozentig, ich spiele ja eigentlich D&D, aber das ist jetzt ein R&D, egal, verwenden wir. Geht also schon sowas, irgendwie, geht schon, Anne Kana oder Dungeoneer Survival Guide haben wir eben mit D&D verwendet oder dann später mit Second Edition,
Weil, ja, mein Gott, irgendwie, da sind zwei gute Regeln, die nehmen wir jetzt mit rüber. Also tatsächlich habe ich es nicht so empfunden, dass es zwei getrennte Systeme sind, bis ich dann in irgendwelchen Conventions oder in großen Spieleläden, deutschen Spieleläden, mit anderen ins Gespräch gekommen bin, als mit denen ich normal gespielt habe. Ja. Weil in den Gruppen, in denen ich gespielt habe, gab es diese Abgrenzung zwischen D&D und AD&D als unterschiedliche Systeme gar nicht. Sondern wir haben tatsächlich so gespielt, es ist Erweiterung von D&D. Aber und es ist nicht ein getrenntes System. Und wir haben das immer zusammengeworfen, das hat geknirscht und gerieben, aber das war so. Also erst später habe ich mitgekriegt, okay, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen und die werden von vielen auch getrennt voneinander betrachtet. Das war aber zumindest bei mir und in den Kreisen, in denen ich gespielt habe, eher eine spätere Entwicklung, also so Mitte der 80er. Ich glaube aber, dass das für Deutschland, du bist ja sehr viel über die amerikanischen Sachen gekommen, also kann für sein. Deutschland war das, glaube ich, von Anfang an der Fall. Also ich glaube, die deutsche Wahrnehmung war von Anfang an, dass das zwei getrennte Spiele sind. Und das hat dem Ganzen natürlich auch nicht gut getan. Also ja. Ich meine, was zum Beispiel aber auch an der Kommunikation liegt, weil hier wird ja im Prinzip auch in der Werbung damals, die du gesehen hast für AD&D, wurde es ja als eine komplett neue Version und bla und so weiter auch kommuniziert. Also das wurde ja nicht als Erweiterung kommuniziert. Es war halt auch ja schon Mitte der 80er Jahre. Und ich meine, da ist ja die Konkurrenzsituation einfach auch schon eine ganz andere, selbst auch auf dem deutschen Markt. Also das ist, ja, das war halt auch klar. Also für uns war immer klar, D&D ist für Kinder. Ja, genau. Und AD&D ist was für die. Also ich meine, da war ich ja dann schon irgendwann 13, als ich das gespielt habe. Ich meine, das darf man ja eben. Also ja. Für ja, 18, also 16-Jährige zum Beispiel oder sowas. Ja, da geht also. Was, ja. Ja, eben. Himmelhilf. Gott, war ich. Das ist ja natürlich nicht mal Haare im Gesicht. Vergiss es, war noch lange hin. Aber das ist tatsächlich, ich finde das gerade wirklich, wirklich spannend. Auch nochmal, also zum einen, was es in Amerika verursacht hat, weil damit AD&D und TSA insgesamt sehr weit in den 80ern hängen geblieben ist, eigentlich. Also in den frühen 80ern oder sogar in den 70ern hängen geblieben ist, woher der Rest der Rollenspielbranche sich weiterentwickelt hat. Ja? Also das heißt, ich glaube, das war so der Anfang dessen, dass man immer das Gefühl hatte, dass TSA irgendwie so ein bisschen hinterherhängt. Also im Sinne von, was die Entwicklung der Spiele angeht. Also nicht, was die Ideen angeht, sondern einfach, was gerade die systemische Entwicklung angeht. Ja. Ja. Und ja, wobei sie Vorreiter waren im grafischen Bereich. Ja, und optisch in Hammer. Ideen. Super. So, aber systemisch war es immer so ein bisschen. Systemisch war es so. Da haben sie mit der Second Edition andere dann tatsächlich. Genau, da haben sie mit der Second Edition dann Ende der 80er sozusagen wieder einen Paukenschlag gemacht und gesagt so, okay, wir können tatsächlich auch strukturiert. Also und ich meine, wenn ich jetzt nur die drei Grundregelbücher nehme von Second Edition und dann nicht wieder den ganzen Optionswust, den sie dann auch als deutlich markierten Optionswust hinten dran gesetzt haben, ist es zumindest von der Struktur her gut und ein gut strukturiertes Spiel. Ja, da kommen wir ja nochmal drauf, wenn wir über die Second Edition reden. Werden wir nochmal kommen. Aber die, ich finde das jetzt tatsächlich nochmal wirklich spannend, weil tatsächlich hat D&D unglaublich viele Leute auch in Deutschland ja zum Rollenspielen gebracht. Ja. Aber AD&D auf Deutsch konnte die Leute da am Ende des Tages nicht halten. Also entweder die Leute sind auf andere, wenn sie mit deutschen Sachen weiterspielen wollten, sind sie auf andere Spielsysteme umgestiegen. Du hattest auch gar keine Wahl, weil es gab ja nichts. Also wirklich nicht. Beziehungsweise es waren Sachen angekündigt, die nicht kamen, wie auf der Rückseite von den Abenteuern. Oriental Adventures und bla und bla und bla, was ja nie erschienen war. Ja, Alter, hab ich jahrelang nach diesen Sachen gesucht. Oder sie wurden halt dazu gezwungen, zu sagen, so von wegen, okay, ich muss englische Sachen spielen. Ja. Und das ist auch ein Stück weit der Beginn aus meiner Sicht, diese Aufteilung innerhalb der deutschen Szene. Also, weil ich bin mir nicht sicher, ob das in derselben Intensität eingesetzt hätte, wenn es nicht diese zwingende Notwendigkeit gegeben hätte, wenn du mit diesem Spielsystem, mit dem du angefangen hast, weiterspielen möchtest, musst du jetzt Englisch lernen. Genau. Ja. So, du hast das keine Wahl. Es gab keine andere Möglichkeit, das zu tun. Entweder du lernst jetzt Englisch oder du spielst halt was anderes, Fresse halten. So, Punkt, aus, Ende. Genau. Und das mit einem der größten Systeme, die du halt hattest. Ja. Und dadurch hast du halt dann, das ist eigentlich so der Beginn, so dieses, ich sag mal so 86, 87, wo du dann wirklich diese harte Aufspaltung im deutschen Markt hast zwischen
Es werden deutsche Spiele gespielt, also übersetzte Sachen oder eben auch originär deutsche Sachen. Oder ich spiele Übersetzung. Fertig. Mhm. Und aus meiner Sicht heraus hat sich die Menge an Überschneidungen, die du da hast, die Leute, die beides machen, hat sich immer stärker aufgespalten dann dabei. Mhm. Also das heißt, das geht mir heute noch so, dass ich echt Schwierigkeiten habe, deutsche Spiele zu spielen. Also das wäre gut, ich habe auch Schwierigkeiten, deutsche Bücher zu lesen, die übersetzt wurden, aber die diese Verbindung, ihr habt schon recht, ich habe mir da nie aktiv drüber Gedanken gemacht, aber ihr habt recht, ich habe in den 80ern gelernt, deutsche Spiele sind scheiße. Ist so. Also die Übersetzungen waren miserabel, die Sachen waren nicht, also ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon viele Beispiele gesehen von Layout, das jetzt auch nicht begnadet war, aber die Sachen waren immer irgendwie weniger gut. So. Mhm. Und du musstest immer zum Original gehen, wenn du genauer wissen wolltest, um was es geht. Und das habe ich tatsächlich in der Zeit gelernt, das stimmt. Da kommen noch ein paar andere Faktoren. Also nicht nur, dass der Ruf nachhaltig von jetzt gerade durch AD&D von Übersetzungen geschädigt wurde. Also es betrifft eher nicht nur D&D, sondern auch viele andere Übersetzungen. Also dass der Ruf grundsätzlich, deutsche Übersetzungen können nichts, ist... Ja, weil es halt auch alles Hobbyübersetzer waren, die das in ihrer Freizeit gemacht haben. Und es ist halt massiv durch diese Edition geschädigt worden. Kann man nicht anders sagen. So, das ist das eine. Das andere ist, Übersetzungen haben massiv länger gedauert, was die Veröffentlichung angeht. Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal einen englischen Dragon in der Hand hatte und festgestellt habe, Bob, da gibt's jetzt schon ein neues Buch auf Englisch, da will ich jetzt nicht drauf warten, wenn es überhaupt denn jemals kommen sollte, ich hole es mir. Und das galt eben nicht nur für die AD&D, sondern das galt eben für viele andere Systeme. Also das auch, selbst jetzt, wenn du Call of Cthulhu nimmst, Laurin, die ein paar Sachen übersetzt haben, aber dann ist man halt trotzdem auch irgendwann zu den Chaosium-Sachen gewechselt und so weiter und so weiter. Zumal eben fast alle Übersetzungssysteme immer nur einen Bruchteil übersetzt haben in den 80ern und die Palette, die du an Sachen eben im englischen Original gekriegt hast, sehr viel breiter war. Also ich war einer von den Leuten, die durch Rollenspiel und durch Musik Englisch gelernt haben und mehr durch Rollenspiel als durch Musik, aber wo eben halt klar meine Leidenschaft dann auch später für Englisch sich entwickelt hat. Und ich von einer sehr schlechten Note in der Schule zu einer richtig guten Note kam. Das habe ich Rollenspiel zu verdanken und der Not, dass ich will mehr, ich kriege es auf Deutsch nicht, ich hole es mir auf Englisch. Genau. Und ja, ich gebe dir recht, die Szene hat sich da ein Stück weit, insbesondere die D&D-Szene, aber insgesamt die Rollenspielszene hat sich da ein Stück weit aufgesplittet. Und später in den 90ern hat man das ja auch gesehen bei Vampire. Auch da hat ja Feder und Schwert drunter gelitten, dass viele Leute eben die englischen Originale sich geholt haben, gesagt haben, wir warten nicht auf Übersetzung, wir wollen auch gar nicht die Übersetzung. Das mit dem nicht wollen. Das Warten ist das eine. Aber dieser Nimbus des, du gehörst zu den coolen Kids, wenn du es im Original spielst. Das fängt ja, Himmel hilf, ich habe ja genug Geschichten von der Sorte erlebt, das kommt ja auch bis zu ganz abstrusen Sachen, wo die Leute dir sagen, nee, ich nehme nicht das Deutsche, ich hätte gerne das Original. Und du fragst ihn dann so, von wegen bist du dir sicher, dass du die französische Version haben willst? Also das ist halt dann schon so Dinge, die sind ja auch dann irgendwann mal entstanden. Ja. Oder die schwedische. Oder Gott weiß was. Also ja, gerade sehr klar so die Target Games Sachen und sowas, die dann in den 90ern kamen. Aber diese Aufspaltung, die wir ja heute noch darin spüren, dass du eben diese relativ losgelöste Szene hast von den Leuten, die eben, nehmen wir mal sowas wie eben Midgard oder nehmen wir mal sowas wie das Schwarze Auge. Also die Spiele, die in der damaligen Zeit groß waren, die eigene Spielerschaften angezogen haben, die sich dann aber irgendwann, wo der Kontakt ein Stück weit abgebrochen ist, zwischen denen und dem Rest der Szene, weil die einen haben Deutsch gespielt, die anderen haben englische Sachen gespielt dann dabei. Mhm. Und das war stärker für die Systeme, die sehr intensiv, also die ausschließlich, die originär deutsch waren, oder die Sachen dann auch, die eben tatsächlich, wo durchaus dann trotz all dem auch sehr viel rauskam. Also auch in der Vampire-Szene in den 90ern hattest du ja durchaus diese Aufteilung zwischen, spielst du das in der deutschen oder spielst du das in der englischen Version, da hat man sich über die Begrifflichkeiten gestritten und so weiter und so fort. Aber du hast dann schon halt so zwei Stränge, die sich daraus entwickelt haben. Das hast du auch massiv auf den Cons gemerkt. Du hast ja Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn du auf sowas wie im Feencon warst, damals noch in Rating, halt wirklich so dieses Shadowrun viel gespielt, AD&D wird viel gespielt, alles mögliche wird viel gespielt und dann hast du irgendwo so eine kleine Ecke gehabt, wo dann ein paar Midgard-Leute und ein paar DSA-Leute waren und wenn du die DSA-Leute mal dich mit denen unterhalten hast, oder ich hatte ja auch welche im Umfall, die sind dann auf eigene DSA-Treffen zum Beispiel gegangen. Die haben dann gesagt, ich treffe mich mit anderen DSA-Leuten und spiele da.
Beziehungsweise, was auch nicht unüblich war in der Zeit auf Cons, wenn wir gerade über Cons reden, wo durchaus die Frage gestellt wurde, spielen wir nach dem Deutschen oder nach dem Englischen? Ja. Das war nicht unüblich. Nee. Ja, ich meine, das ist, und wo dann auch durchaus gesagt wurde, so von wegen mit dem, ach nee, mit den deutschen Begriffen kann ich nicht spielen. Geht nicht. Tut mir leid. Aber genauso andere, ich will doch kein Denglisch am Tisch. Also auch da, der Begriff Denglisch ist uns da das erste Mal über den Weg gelaufen. Ja, das ist, also tatsächlich Wort. Hat das, und ich kann mich nicht dran erinnern, dass das im Vorfeld sich so intensiv in der Szene angefühlt hat. Gut, wie gesagt, ich war jetzt auch noch nicht so tief drin, aber ich bin voll bei dir, dass das massivst ausgelöst wurde eben durch diesen, durch den Shitstorm, den eben die erste Übersetzung von AD&D hervorgerufen hat. Weil die erste Übersetzung von D&D hat nicht das Problem hervorgerufen oder irgendeine andere Version, die du hattest. Das war einfach nicht der Fall. Aber das Buch, und wie gesagt, ich war 12 oder 13, als ich das gelesen habe, ich habe mich echt verarscht gefühlt. Ja, und selbst AD&D Second Edition, die Übersetzung, ist ja auch nicht fehlerfrei und hat auch ein paar Probleme und so weiter. Aber es ist bei weitem nicht so schlecht, wie sie dann eben aufgrund des Urrufs von der First Edition gemacht wurde, auch von vielen gemacht wurde. Und das zieht sich ja durch. Auch heute kannst du ja noch Leute so nach dem Motto, Übersetzung kannst du nie angucken und so weiter. Also gut, da kommen noch andere Themen dazu, da könnte man eine eigene Sendung machen, Übersetzungen im Rollenspiel. Da haben wir, glaube ich, alle genug Anekdoten, über die wir reden könnten, oder 5 Sendungen. Ich sage nur Telling Names. Egal. Ja, wir müssen zur Mitte stricken, Leute. Wir sind jetzt eine Stunde über der Zeit. Also das heißt, wir haben 2 Stunden gemacht. Hey, du hast mir 4 Bücher gegeben und eins der Hauptsysteme. Da dürfen wir durchaus auch mal ein bisschen überziehen. Wir haben jetzt viel gemacht an der Stelle. Wir haben viel besprochen. Ich fand es aber total spannend. Also war wirklich wieder mal sehr, sehr tiefgreifend, sehr ereignisreich. Auch da wieder die Erkenntnis, was das bedeutet hat für die deutsche Szene, finde ich gerade mal ultra spannend und interessant. Und das einfach auch nochmal zu reflektieren, weil wir hatten das ja schon bei ein paar anderen Bänden, als wir über Dragonlance den Band gesprochen haben, so haben wir das auch mal an der Seite irgendwie so kurz erwähnt mit den Problemen, die eben AD&D First Edition hatte und so weiter und so fort. Oder bei allen von den anderen Bänden. Aber das jetzt hier nochmal so rausgekocht zu sehen, das war schon echt cool. Yo, ein paar Kleinigkeiten noch an der Stelle. Ihr wisst das natürlich, aber vielleicht ist das für euch da draußen noch super spannend, weil wir haben jetzt im Juli die RadCon Berlin wieder am Start. Nämlich vom 15. bis zum 17. Juli. Wenn ihr sagt so, ey cool, das ist ja gerade bei mir um die Ecke oder 500 Kilometer sind nix. Wir freuen uns auf euch. Das ist zusammen mit der Berlin Brettspielcon. Also wenn ihr da eh hin wollt, super, dann guckt mal bei uns vorbei. Wir sind da entsprechend, die gesamte Halle 2 ist uns. Und dann machen wir da die RadCon Berlin. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen und wir freuen uns auf jeden von euch. Wir sind voll mittendrin. Statt nur dabei. Yes. Und dann natürlich Limburg, die Mutter aller Radcons, vom 26. bis zum 28. August. Also da gibt es überhaupt keine Ausrede. Wer da nicht kommt, hat auf jeden Fall was verpasst. Da fahren wir nämlich voll auf, da wird voll ausgespielt. Da haben wir wieder die große Bühne mit am Start. Da haben wir die gesamte Stadthalle. Da geht richtig die Lucy. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da müsst ihr unbedingt mit dabei sein. Außerdem, falls ihr es verpasst haben sollte, wir haben gerade ein Crowdfunding am Laufen, nämlich Savage Pathfinder. Also die ideale Verbindung aus Savage Worlds und Pathfinder. Tschack! Die zwei haben ein Kind gekriegt und es ist echt hübsch. Also von daher lohnt es sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Geht einfach mal auf Game On oder auch bei uns über die Webseite, kommt ihr da auf jeden Fall mit hin. Und wenn ihr jetzt sagt, so total cool, was der Mann da sagt, aber warum kriege ich denn Informationen, ohne dass ich jedes Mal bei Twitch einschalten muss, dann meldet euch einfach über unseren Newsletter an. Dann kriegt ihr nämlich auch all diese Nachrichten auf jeden Fall wöchentlich zugeschickt. Gut, darüber hinaus, lieber Ingo, wie schaut es denn aus? Was haben wir denn den Rest der Woche noch so am Start? Ja, wir haben morgen, wird wieder geplötzt hier bei uns. Und zwar heißt das Spiel Car Wars. Und allein wegen dem Namen feiere ich das schon. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, man kriegt da Fahrzeuge und muss sich dann irgendwie so über den Haufen schießen. Zumindest hoffe ich das. Der Name ist sehr vereinfacht. Welche Version? Ja, die alte von Fanpro. Die Fanpro-Version. Ja, die Fanpro-Übersetzung von der Urversion von Steve Jackson Games. Steve Jackson. Genau, jetzt muss man anmerken, die Fanpro-Version ist schon die Übersetzung der Deluxe-Version von Steve Jackson Games. Okay. Ja, ist nicht so die Micro-Game-Version. Genau. Oh, das wird lustig. Alter. Aber wir spielen natürlich nur die vereinfachten Kickstarter-Regeln, weil sonst verbringen wir den morgigen Abend mit Vorlesen der Regeln. Bis zur Stelle, wo man schießt, weil weiter kommen wir nicht.
Ich glaube nicht, dass wir die Stelle mit den Handlingsregeln schon erreichen. Also großartig, großes Kino. Und die sind vor den Schießregeln. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das morgen anzugucken. Es wird mit Sicherheit extrem spaßig. Und ja. Und spektakulär, hoffentlich. Ja. genau, dann haben wir am Mittwoch ab 19 Uhr ein Let's Play am Start, nämlich zu dem Crowdfunding, das gerade läuft, zu Savage Pathfinder. Haben wir gedacht, wir testen das einfach mal, zeigen mal so ein bisschen, wie es sich spielt, wie sich so die Regeln, die anderen verhalten. Wenn ihr noch nicht so ganz wisst, worauf es hinausläuft, könnt ihr ja mal reinschauen und mal gucken, ob das was für euch ist. Genau genommen habe ich da einfach nur die Chance ergriffen, mal wieder Leute vor der Kamera quälen zu dürfen, ohne dass sie sich wirklich wehren könnten. Also von daher, das lohnt sich in jedem Fall. Da habe ich vier Leute, die freudig erwarten, dass ich ihnen mit Savage Worlds Regeln beim Pathfinder mal so richtig... Genau, also von daher, das wird großartig. Wir werden Falkengrunds letzte Hoffnung spielen und das ist ein schönes Einsteigerabenteuer dafür und ich freue mich da schon sehr, 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 sehr drauf. Das wird extrem lustig. Yes! Super cool. Ich würde gerne noch das Ergebnis der Umfrage hören. Ja. Oh ja, genau, wir hatten eine Umfrage, stimmt. Wir hatten eine Umfrage. Das stimmt, die hatten wir. Das sollte mal anders aussehen, als das sonst immer ist. Ich denke auch. Also jetzt, wobei ich mir nicht sicher bin, wie viele Leute wirklich die First Edition regeln. Das war. Das schon mal. Also, wir hatten, ich suche das hier gerade, 41 Leute haben tatsächlich mitgemacht. Das finde ich richtig toll. Ich finde nämlich, die Zahl wird immer höher. Das heißt, die Beteiligung wächst. Ihr seid super. Von den 41 kennen 17 die First Edition nicht. Mhm. Das ist besser, als wir es sonst immer haben, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. 15 haben es gesehen. 2 haben es gespielt. Einer hat es geleitet und 6 sagen, sie haben es sogar noch im Regal stehen. Oh. Nice. Okay. Das ist trotzdem erstaunlich, wie wenige das sind, muss ich mal sagen an der Stelle. Ja, aber First Edition ist auch... Das ist ein Tag her oder zwei. Also ich wollte gerade sagen, unterschätzen hier. Also ich meine, ich habe... Ich war gestern bei einem anderen Streamer sozusagen mal im Chat und er kriegte mit, dass ich seit 84 leite und spiele. Und der war vollkommen so dieses, da war ich nicht geboren, da war ich noch lange nicht geboren. Und so geht's ja auch bei uns. Wir haben viele Leute, die halt nach dieser Zeit geboren sind. Und deswegen gucken sie uns ja auch, weil sie ein bisschen von den guten alten Tagen haben. Ja, aber das führt wieder dazu, dass ich mich so drecksalt fühle. Ja, das ist nicht fair, Leute. Ja, andererseits muss man sagen, du warst 10. Das, ja, ich kann sagen, als du gesagt hast, da war ich gerade 13. So, Alter, da war ich schon, da habe ich gerade Zivildienst gemacht. Das ist doch gar nicht so weit weg. Wo, was willst du eigentlich? Ja, ihr seht, der Abstand zwischen 13 und Zivildienst ist gefühlt sehr gering. Damals kam er einem ewig vor. Das ist eine Frage, wie man damit. Okay, gut, ich sehe den Punkt ein. Also, ja, man muss ja auch zugeben, die Edition war effektiv ab Mitte der 80er in Deutschland auch durch. Ja, also 87 oder sowas hast du den Kram auch nicht mehr gekriegt. Dann hast du es vielleicht noch auf Englisch gehabt oder sowas, aber selbst da, spätestens 88, war halt Second Edition am Start. Ja. Ja. Also von daher, dafür wiederum, wenn man das so sieht, ist das beeindruckend. Und dass das jetzt auch noch von euch im Schrank haben, finde ich beeindruckend. Ja? Weil die hier, selbst von den Anwesenden, haben es ja nicht alle im Schrank stehen. Ja, ich nicht. Ja, derjenige, der drüber referiert, der hat das nicht. Dank der sehr ausführlichen Sammlung von Markus konnte ich aber einen sehr tiefen Blick reinwerfen. Boom. Lies das mal durch. Markus' Sammlung ist jetzt ein bisschen kleiner, meine größer. Okay, das heißt, wir das geklärt werden. Wir müssen morgen also nach Frankfurt fahren. Ja, genau, ich habe morgen einen Termin in Frankfurt, fällt mir auf. Sehr gut. Also, schön, dass wir das geklärt haben. Es war mir auf jeden Fall ein Fest, die Herren. Es war großartig. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Lieben Dank, Björn, dass du dir die anderthalb Meter Papier dazu Gemüte geführt hast, wie wir schon festgestellt haben, das ist ja auch echt viel Buchstabe, der da drin steckt. Ja, tatsächlich. Und ich muss auch zugeben, ich habe nicht alles im Detail gelesen. Nein. Ich glaube, sonst würdest du auch anders gucken jetzt. Also das ist, wäre dein Blick ein bisschen weggedreht. Da geht was. Jo, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst Bescheid, morgen geht's direkt weiter. Wir plötzen Carbos, das ist auf jeden Fall ein Muss. Und Savage Pathfinder, hey, dazu muss man, glaube ich, nicht mehr viel mehr sagen. Das wird einfach super, super cool. Das wird super lustig. Da müsst ihr auf jeden Fall auch wieder mit einschalten. Von daher, egal was ihr tut, bis ihr morgen wieder einschaltet, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao. Ach, tschüss. Gut.
Ciao.